Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen und Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Everyone is John. Ein kleines, aber feines Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, von welchem Verlag. Habe ich gefunden, weil der Umbreon gesagt hat, das gibt es und der Löffel auch. Egal. Wir spielen das heute. Und wir, das sind illustre Gestalten. Zum Beispiel haben wir hier den Mithrandir. Hi, it's battle time. Der spielt nämlich John. Und wir haben Feder, die spielt auch John. Hallo, ich bin John. Genau. Und der Enigmon spielt auch John. Yo, wollen wir mal ein bisschen rocken hier, ne? Und der D-Rex spielt auch John. Yo, Johnverse, was geht ab? Und Feramin spielt auch John. Hallo. Ja, wie ihr schon ups, und schon fliegt jemand raus. Ja. Wie ihr schon gemerkt habt, alle spielen John. Wenn ihr das später auf YouTube hier nachguckt, dann könnt ihr auch direkt unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch die Spielregeln, die es so grob gibt. Die passen auf eine DIN A4-Seite. Es ist also nicht viel. Wir haben die ein bisschen abgeändert. Ich erkläre die aber auch noch mal ganz kurz. Also alle Spielerinnen und Spieler hier spielen ein und dieselbe Person in diesem Rollenspiel, nämlich John. John hat ein Problem. John leidet nämlich an Persönlichkeitsspaltung, wie man vielleicht erkennen kann. Und John hat ein Problem außerdem, dass jedes Mal, wenn er irgendwelche einfachen Sachen macht, ihm das nicht unbedingt immer gelingen mag. Das wird nachher durch Würfelwürfe entschieden. Im normalen Spiel ist es so, dass wenn man einen Würfelwurf macht, um zu schauen, ob etwas klappt, dann klappt das normalerweise auf die 6, auf einem W6. Aber wir machen das heute ab 5 auf einem W6 schon, weil wir haben ganz kompetente Johns hier. Nicht so stümperhafte Johns, wie die normalerweise sind. Ja, man kann mit seiner Willpower, die seht ihr schon, alle haben 10 Willpower, kann man die Tests verbessern. Um einen pro ausgegebenen Willpower-Punkt. Und außerdem haben meine Spieler, meine verschiedenen John-Charaktere alle spezielle Fähigkeiten, die, wenn sie sie anwenden, den Wurf auch auf die 3+ schon gelingen lassen können. Oder wenn man mal Willpower ausgibt, natürlich auch noch entsprechend besser. Ja, wir haben das beim letzten Mal, als wir es auf diesem Kanal gespielt haben, ein bisschen anders gespielt. Dazu kommt, dass ein spezifischer John gerade den richtigen John steuert. Normalerweise läuft es so, dass wir mit den Willpower-Punkten halt setzen können, eine verschiedene Anzahl an Willpower-Punkten. Und wer die höchste Anzahl setzt, der verliert diese Anzahl an Willpower-Punkten und darf dafür John steuern. Und wir haben außerdem noch eingeführt, dass man John zwanghaft übernehmen kann, falls man bemerkt, der andere macht gerade Unsinn, ich möchte das jetzt verhindern, dann kann man Willpower-Punkt ausgeben und die dem anderen jeweils gerade aktiven John geben und dafür mit ihm um die Wette würfeln und wer höher würfelt, der übernimmt John. Genau. Und meine Johns haben alle bestimmte Ziele, die haben sie mir gerade schon vorgesagt. Zumindest ihr erstes Ziel in diesem Spiel. Die haben verschiedene Punkte. Es gibt einfach zu erreichende Ziele, mittelmäßig zu erreichende Ziele und schwere zu erreichende Ziele. Meine Johns haben alle relativ einfache Ziele, bis auf einen. Den fand ich ein bisschen schwieriger. Wenn die ihre Ziele erreicht haben, bekommen sie Punkte. Einen für ein leichtes, 2 für ein mittleres und 3 für ein schweres Ziel. Und wenn unsere Johns ihr Ziel erreicht haben, dann kommt ihr, lieber Chat, nämlich auch ins Spiel. Ihr dürft nämlich dann für diesen John ein neues Ziel bestimmen, was er dann erfüllen muss. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, und ich schaue gerade mal, es sind schon ein paar Leute schon im Chat. Das heißt, wir können auch mit dem Chat schon ein bisschen arbeiten. Ich würde einfach mal sagen, Chat, nennt mir doch mal random irgendein Tier. Müssen wir ein bisschen warten, müssen wir die Verzögerung und so.
Lucky, singen ist kein Tier. Pikachu ist auch kein Tier. Da, eine Katze, alles klar. Katze nehme ich. Katze, ja. Dann, lieber Chat, nennt mir noch mal zufällig irgendein Fortbewegungsmittel. Ein Fortbewegungsmittel, bitte, lieber Chat. Ein Taxu. Was ist denn ein Taxu? Ein Taxi. Okay, ein Taxi. Okay, alles klar. Taxi ist ein Fortbewegungsmittel, sehe ich ein, ja. Hubschrauber wäre auch witzig gewesen, ja. Taxi war aber leider etwas schneller. Gut, dann brauche ich, was könnte man denn noch nehmen? Etwas, vielleicht schlagen meine Spieler mal was vor. Kommt irgendein Begriff, den wir suchen sollen? Ein Haushaltsgegenstand. Ein Haushaltsgegenstand, das ist prima, ja. Ein Haushaltsgegenstand. Ich muss das Setting gerade noch ein bisschen hier festschrauben. Ich wollte gerade Mordwasser vorschlagen. Ja, das ist auch gut, nehme ich mir gleich. Aber erstmal ein Haushaltsgegenstand. Das kann ja auch dasselbe sein. Also. Ja. Eierkocher. Eierkocher finde ich gut. Eierkocher. Es war John mit dem Eierkocher in der Küche. Genau. Als Mordwaffe. Genau. Eierkocher, genau, super. Nee, im Taxi, Zeuge. Wir hatten doch gerade das Taxi und er hat eine Katze ermordet. Ja. Dann, lieber Chat, brauche ich außerdem noch einen Ort. Irgendeinen Ort, irgendeinen lustigen Ort. Eierkocher mit Löffel. Mit dem Löffel oder mit einem Löffel? Toiletten auf dem Bahnhof, sehr gut. oh Gott, ja. Und lieber Chat, ich brauche außerdem noch ein Kleidungsstück. Den einzig wahren Löffel, ja. All hail Löffel. Hut, okay. Hut ist ein Kleidungsstück, nehme ich. Sehr gut, dann haben wir jetzt, wir haben 5 Spieler und 5 Begriffe, das ist perfekt. Wir starten ein bisschen in die Szenerie hinein. Aber erst müssen wir natürlich auch festlegen, wer von unseren Johns denn zuerst John übernehmen kann. Nochmal auch als Erklärung. Ihr könnt euch untereinander natürlich unterhalten die ganze Zeit. Der aktive John ist aber der einzige John, der wirklich John beeinflussen kann. Also ihr könnt auch untereinander versuchen, den aktiven John gerade zu überreden, irgendwas zu machen. Aber wirklich nur handeln kann nur der aktive John. Um das nochmal klar zu machen. Weil, ja, vielleicht ist man sonst so ein bisschen ruhig und, ja. Ich meine, es kann ja auch ruhige oder einen stummen John, das wär's doch auch. Wer weiß, vielleicht sehen wir das heute noch. ich bin dafür, dass wir das auswürfeln, wer zuerst den John steuern darf. Und zwar würde ich Feramin mal bitten, einen W6 zu würfeln. 1, perfekt. Fängt schon mega gut an, ja. Eine 1 ist genau das, was man, da ist es schon direkt wieder weg. D-Rex, komm mal, eine 1 kriegst du doch hin. Siehst du, eine 4 ist besser als eine 1. Mithrandir. Eine 2. Okay, du bist schon mal nicht dran. Feder, höher als 4 brauchen wir. 5, perfekt. Und Enigmon, 5 oder höher. 3. Ja, damit haben wir einen Gewinner. Feder kontrolliert als allererstes John. Feder, du wachst, also du, der innere John, kriecht an die Oberfläche des Bewusstseins, wacht quasi auf, John schlägt die Augen auf. Feder, dein John wird sich deiner Umwelt bewusst, es riecht nach Klostein. Man hört
Bahnhofsansagen dumpf durch von draußen. Du sitzt auf einer Bahnhofstoilette, schaust an dir herunter, keine Kleidung an, außer ein Hut, der auf dem Boden liegt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir alle wissen, ist oben auf dem, das wichtigste Kleidungsstück. Oben auf dem Spülkasten steht ein kleiner Eierkocher. Ja. Vor dir liegt eine tote Katze. Und ja, die Katze ist wahrscheinlich deswegen tot, weil da sind Schlüssel in ihrem Hals. Wo ein großes Schild dran ist. Taxiunternehmen Wilhelm. Okay. ja, das ist ja also furchtbar unhygienisch, jetzt hier so nackt auf der Toilette zu sitzen. Deswegen stehe ich jetzt einfach mal auf. Ey, du hast keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Seit wann sind wir Taxifahrer? Wieso Taxifahrer? Hol unser Handy raus, mach ein Foto, das ist Cat-Content. Welches wir Handy? Wir haben kein Handy! Wir haben keine Kleidung! Hallo! Wo hast du unser Handy hingetan? Handy. Das kann, zieh die das Katze Handy an! Wer ist dafür verantwortlich, dass wir hier gelandet sind? Dem hau ich eine rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier du dafür verantwortlich bist, dass wir hier gelandet sind. Du hast immer so schräge Ideen. Du? Wer du? Ja, du. Nicht ich. Du. Ich bin unschuldig. Wer weiß, wen ich meine. Ja, ja, Katze anziehen, das ist auch eine echt schräge Idee. Ach. Funktioniert super. Ja, und dann kommen die ganzen Verrückten von Peter, von wegen Echtpelz tragen und so. Nee. Ach. Die sollen sie mal nicht so haben. Gut, ich nehme den Hut, ich ziehe den Hut an und dann streichele ich der Katze über den Kopf. Ei, ei. Hör auf, sie zu streicheln und hüll sie aus. Okay. Ich weiß, wen ich wieder in die dunkle Kammer einsperre. Ich möchte Miss Randy in dem dunklen Wandschrank in Johns Hinterkopf einsperren, falls das geht. Vielleicht weiß ja das Vielleicht weiß das Taxiunternehmen ja, wo unsere Kleidung ist. Achso, Entschuldigung, ich habe kurz, Entschuldigung, Chat, ich habe natürlich gesagt, wenn der aktive John mit den anderen Johns redet, dann hören das die Leute um ihn herum natürlich. Also ihn und nicht die anderen Johns. Ne? Ja, entweder das Taxiunternehmen weiß es oder sie wollen uns das Messer liefern. Wer weiß, was wir gemacht haben. Eine Katze getötet? Das ist ja wohl das geringste Übel. Ich befummel übrigens immer noch die Katze. So. Oh. Griffel weg! Also du bist auch nicht ganz normal, ne? So eine tote Pussy streichel. Ich werte das jetzt mal nicht. Also, die hat schon viel durchgemacht. Die hat ein bisschen Freundlichkeit verdient. Gut. Aber wir haben einen Schlüssel und einen Eierkocher. Ja. Ein Eierkocher, ja, der steht hinten auf dem Spülkasten, ja. Okay, ist da noch ein Preisschild dran? Nee. Okay. Jetzt. Ja. Gut, dann, ich hab meinen Hut auf, ich klemme den Eierkocher unter den Arm. Du hast den Hut auf, ja. Ja. Oh. Ja. Pack die tote Katze im Genick, die ist ja jetzt quasi meine Handtasche und dann machen wir mal die Tür auf. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ja, Tür auf, ja. Du bist im Männerklo. Du guckst geradeaus auf so ein Pissoir-Reihe. Steht da jemand? Nein. Halt mal Ausschau nach irgendjemandem, den du K.O. schlagen kannst und seine Kleidung klauen kannst oder irgendwie sowas. Ich möchte mal unter die nächste Tür von der nächsten Toilette gucken. Sitzen da zufällig Beine? Oh, der Gesichtswürfel ist heute natürlich wieder. Ich frag mal den Chat. Chat, sind da Beine? Sollen wir es sehen? Machen wir es Feder einfach oder machen wir es Feder schwer?
Frage ist, was ist einfach, was ist schwer in diesem Kontext? Die Stimme aus dem Off sagt, da sind Beine. Also, okay. Dann sind da Beine, ja. Okay, wie viele denn? 2 oder 4? Nee, 2. Okay. In Netzstrümpfen, sagt die Stimme aus dem Off, ja. Haarige Beine, ja, in Netzstrümpfen. Oh Gott. Okay, dann hämmer ich gegen die Tür und sage, aufmachen! Sie werden gesucht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses! Wirf die Katze über die Tür. Derjenige wird dann schon vor der toten Katze fliehen und dir genau in die Arme laufen. Dann in den, Eierbecher und dann schlag ihn ihm über den Kopf. Ja, lasst mich mal machen. Aufmachen! Sie werden gesucht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses! Was? Wie? Wo bin ich? Wir sind doch die Nackten! Sie sollen die Tür aufmachen! Sie werden gesucht wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses! Ich? Aber ich hab da gar nichts gemacht! Klick. Doch, sie tragen Netzstrumpfhosen! Klick, klick, mach's auf und es dir sitzt ein Mann entgegen mit Netzstrumpfhose, einem Schottenrock an und Hasenohren oben auf dem Kopf und sonst ein Oberkörper frei mit einem beeindruckenden Brustbusch. Okay, dann nehme ich die Katze wie eine... Ich bin der Osterhase. Ich nehme die Katze wie eine AK-64 und sage, ich habe eine tote Katze und ich bin... Gib mir deine Kleidung! Bis auf die Hasenohren, die sehen lächerlich aus. Okay. Ganz ruhig. Tun Sie die Waffe weg. Diese sich aus! Ja, mach doch mal eine Probe, um ihn zu bedrohen. Oh, ja, das ist richtig so. Genau wie in Vietnam. Da haben wir das auch gemacht. Nein, nicht geschafft. Alle dürfen Willpower-Punkte setzen. Und am besten darf auch ich auch setzen? Du darfst auch setzen, ja. So. Hallo? Ja, hallo? Willkommen zurück. Ja. Du musst setzen. Das schreibe ich dir, ne? Ja. Mhm. Okay. Damit, ziehen wir dem Mithrandir mal 4 seiner Willpower-Punkte ab. Und Mithrandir übernimmt den John. Ja, was macht der gerade, nachdem das so vergeigt wurde? Gib mir den verdammten Rock! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Können das doch regeln, ich hab Geld! Ich heb's so mit der Katze. Schneller! Ich nehme das Geld und den Rock! Vergiss die Ohren nicht, die sind super Styler! Nein, ich nehme die Ohren nicht! Natürlich nimmst du die Ohren! Nein! Wir können die Ohren der Katze aufsetzen! Dann haben wir Partnerlook! Beide eine Kopfbedeckung! Darüber lässt sich... Streich, und das Brusthaar! Ist. Wir müssen das Brusthaar mitnehmen! Weißt du, wie männlich wir dadurch Brusthaar. Was soll ich dir geben?! Sofort! Was meinst du, wie viele Klicks das auf Instagram gibt? Weißt du, wie flauschig das ist? Hallo, dadurch haben wir doch direkt noch mal mehr Mann auf der Stirn. Okay, alles klar. Tun Sie nur die Macht-Extensions. Tun Sie nur der Katze nix. Ja, fängt an sich aus. fängt an sich, sich seiner Kleidung zu entledigen. Ja, ich halt weiter die Katze so. Ja. Und den Eierschalenbehälter in der anderen. Ja. Jetzt hast du natürlich, du hast einen Schottenrock, du hast deine Netzstrumpfhose und dein Hut. Also ich zieh, wenn dann lediglich den Schottenrock an. Okay. Darf ich die Strumpfhose wieder haben? Ja, nimm. Oh, danke. Mit der Strumpfhose hättet ihr die Katze an uns festbinden können. Ich geh dann mal, nicht wahr?
Ja, ja, ja. Und ich halte ihm so die Katze hinterher. Schon gut, schon gut, schon gut. Er trollt sich. Ja, mit Hut und Schattenrock. Ja, er hat das Geld allerdings nicht da gelassen. Verdammt! Hinterher! Frage ist, wo hat er das gehabt? Stimmt im Rock. Das stellt's, ja. Und kam unter der Brust da. Hat dieser Rock so eine Tasche vorne? Ja, es ist so ein Bräusen. Da möchte ich die Tasche immer öffnen und schauen, ob da was drin ist. Nein. No. Obwohl, stopp, ich finde das lustiger. Ich lasse den Chat wieder entscheiden. Chat, ist in der Tasche was drin und wenn ja, was? Eigentlich braucht ihr mich gar nicht. Wir machen das alles mit dem Chat. Ich soll den Würfel von Feders Gesicht wegnehmen. Ich finde, der passt da aber ganz gut eigentlich. So, jetzt ist er weg. Die ganze Herrlichkeit von Feder ist wieder zu sehen. Ah, okay, ja. Lucky Lucano schreibt, in diesem Beutel ist tatsächlich etwas drin, nämlich eine Perücke. In welcher Farbe? In grün. Oh, die ziehe ich mir auf erstmal. Ja. Okay. Und dann den Hut. Den Schattenrock. Ein Schattenrock, ein Hut und eine grüne Perücke. Und eine tote Katze. Und eine tote Katze. Immer noch ein Taxischlüssel steckt. Die tote Katze lege ich mir so in den Hals. Ja, die Stimme aus dem Off sagt, es ist noch was in dem Beutel drin, nämlich eine Schachtel Kaugummi-Zigaretten. Geil, dann nehme ich mir auch eine. Gib der Katze auch eine ab. Ich. Also, jetzt holen wir mal ganz weit aus. Die Perücke, dann der Hut, nicht andersrum. Ja, wichtig. Weil Feramik gerade gefragt hat. Ansonsten, eine Kaugummi-Zigarette für mich. Irgendwie versuche ich dann in der Katze noch eine zu befestigen und die lege ich mir dann so in den Hals. Die stinkt übrigens ziemlich. Das geht schon. Mhm. Ja. Ja, und dann verlasse ich dann die Toilette. Okay, du stehst draußen im Vorbereich des Bahnhofs. Ja, es sind mehrere Leute unterwegs mit ihren Reisetaschen oder Rucksäcken oder so. Schauen dich merkwürdig an, wenn sie an dir vorbeilaufen. Was guckt ihr so? Halt meine Frauen und frag dir, ob sie ein Parfum von dieser Muschi hat. Gott. Ja, dann würde ich. Wir können auch versuchen, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Hier am Bahnhof sind die Leute vielleicht bereit, irgendwas zu geben. Ich meine, ja, ich kann singen. Riecht, vielleicht geben sie dir Geld, dass du wieder von ihnen weggehst. Für den Zoo! Die haben ja eine kranke Katze, also vielleicht spenden die dafür was. Damit kann man immer gut was machen. Kranke Tiere, Mitleidstour. Ich suche mir den nächstbesten Mann. Mhm. Geh zu dem hin. Erzähl ihm, die Katze ist Kettenraucher und wir müssen Geld für ihre Therapie sammeln. Das werde ich sicher nicht erzählen. Ja, aber hallo, der Zug? Ja. Mhm. Kommt aus der Raucherwohnung? Ja, der erstbeste Mann, ja. Mhm. Hey, du! So ein älterer Herr mit Vollbart und Business-Anzug. Guckt sich so... Hey, du! Ja? Meine Katze braucht was zu rauchen. Die hat bald nichts mehr. Brauche ich ein bisschen Kohle. Schönen Tag noch. Nee. Ich verfolge den weiter. Ich kann auch für dich singen. Naja, bestimmt. Geht weiter. Ja, versucht du. Schneller zu laufen. Ich laufe ihm schneller hinterher. Ja? Bleib stehen, Mann. Ich kann für dich singen. Ich war mal in einer Band. Ich glaube, die hieß Five Finger Death Punch oder so. Stimmt. Ja. Soll ich dir mal vorsingen? Ja, von mir aus, gehen Sie mal hin. Versuch dich zu... Die Katze stinkt übrigens. Ja, ich brauche auch Parfüm, deswegen. Ich brauche ein bisschen Kohle.
Ja, sing halt. Und dann singe ich so plötzlich was komplett anderes von einer komplett anderen Band, so Blind Garden oder sowas. Blind Garden, ja. Die berühmte Band Blind Garden. Ja, ja, spannend. Guardian. So Mirror, Mirror on the Wall oder sowas. Mirror, Mirror auf dem Klo, ja. Genau. Ja, dann würfel doch mal, wo du das hinkriegst mit dem Singen. Ja, sicher. Da du ziemlich gut Rock singen kannst, geht das auf, oh, die, ja. auf die 3. Ja, das ist aber Würfel. Ein falscher Würfel. Ja, das war der falsche Würfel. Mhm. Nö. Das Nö. Ist richtig schief und gut. Ja, einmal bitte wieder Willpower setzen. So, was haben wir denn hier? Ja. Ja. Okay. Dann Moment. Ziehen wir dem Enigmon doch mal eben 4 Willpower ab. Und er übernimmt John. Und der Typ schmeißt hier so einen Zehner hin. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich nehme den Zehner. Hier im Bahnhof ist bestimmt doch irgend so ein Supermarkt oder so. Ja. Gut, dann erstmal in den Supermarkt rein. Ja, die Leute gucken dich an, ne? Irgendwas zu duften für die Katze. Mhm. Ein Bierchen. Dafür soll das Zähne reichen. Ja. Du kaufst dir ein Bierchen und ein Parfüm für die Katze, oder wie? Ja. Mhm. Ja, okay. Ja, dafür reicht es locker, ja. Gut, sprühe ich erstmal die Katze ein und dann verschiebe ich das Bierchen. Ja, und damit hat Enigmon einen Punkt, weil er nämlich Bier trinken musste. Ja, und der Chat geht nämlich jetzt los und der Chat darf jetzt für Enigmon ein neues Ziel suchen. Was soll denn der Enigmon machen? Müssen wir ein bisschen warten. So, ich habe jetzt was Gutes gemacht, die Katze stinkt nicht mehr. Ja. So, der nächste kann jetzt mit meinem Fall kommen. Die Katze stinkt jetzt für eine Weile nicht mehr. Außerdem habt ihr noch die ganze Deo-Flasche, die wir es ja wohl nicht komplett versprüht haben. Nein! Wir könnten die Katze in Deo tränken und ja, sie das find, Bäumchen verkaufen. Das finde ich sehr schön, was hier Angelon Terra schreibt. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist nicht ganz ohne. Das ist mir sogar 2 Punkte wert. Ich schreibe es dem Enigmon. Moment. Hoffentlich kommt es auch an. Ist angekommen? Ja. Ja. Ja? Ja, okay. Alles ja. klar? Okay. Ja. Gut. Dann, ja, seid ihr immer noch auf dem Bahnhof. Leute schauen euch weniger schlimm an, weil jetzt stinkt die Katze ja nicht mehr. Und ich habe vergessen, alle kriegen einen Willpower wieder, die welches verloren haben. Also das wäre der Mithrandir. Weil es wurde
ein Ziel erreicht und wenn ein Ziel erreicht ist, wird auch wieder neu gesetzt. Wobei jetzt nur alle anderen setzen, oder? Ja, rein theoretisch kannst du auch mitsetzen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn das ein bisschen wechselt, ja. Ich würde jetzt erstmal auch eine Runde aussetzen. Ihr müsst auch, könnt auch 0 setzen, also das ist kein Ding. So, also, ja. 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 Okay. Dann einmal würfelt Feder bitte einmal. 3. Ja, und einmal würfelt Feramin. 6. Damit ist Feramin hat gewonnen und übernimmt mit minus 4 Willpower. Moment. Erstmal abziehen hier. So. Übernimmt John. Ist nach dieser Einkaufsaktion noch ein bisschen Geld übrig? Ja, da ist noch was über. So die Hälfte noch. 5er ist noch da. Ah, super. Ja. Dann gehe ich gerade noch mal in den Supermarkt. Ich will aber in den Zoo! Ist mir egal. Ja, also da gibt's alles Mögliche. Da gibt's irgendwie. Ich habe das Deo aus meinem Video gekauft. Ja. Gibt's da auch schon das ganze nette Osterzubehör? So im Kassenbereich. Aber natürlich. Farben, Deko, natürlich. Farben und so weiter. Ja. Gibt es da zufällig Farben, mit denen man Ostereier färben kann? Mhm. Ja, dann möchte ich. Ja. Kostet ein, keine Ahnung, 3,50 Euro. Nimm den Dekohasen mit! Ja, dann nehmt doch reicht das Geld doch für den Dekohasen? Ja. Ja, dann nehme ich den Dekohasen noch mit. Alles klar. Gut. Und dann hat die Katze auch was zum Spielen. Okay, dann ist der Fünfer auch weg, aber du hast damit, da du Farben für Ostereierfärben besorgt hast, dein Punkte-Ziel erreicht. Du hast einen Punkt eingeheimst. Ja, und der Chat ist schon wieder dran und darf Feramin ein neues Ziel suchen. Diese Johns werden sterben vor Stream. Ja, vielleicht. ja, an alle anderen kriegen natürlich auch wieder einen Willpower wieder. Zum Beispiel der Mithrandir. Der kriegt einen wieder. Ist schon fast wieder voll. Und der Enigmon kriegt auch einen wieder. Ach, das jetzt mit Überlebensausrichtung deutlich besser als in der anderen Runde, ne? Ja. So, was sehe ich denn hier schon? Noch niemand niedergeschlagen, noch kein Auto geklaut. Komm noch. Wir haben nur jemanden mit einer toten Katze und einem Eierkocher überfallen, also alles im Rahmen. Okay, ich nehme das, was Lucky hier gepostet hat für Feramin. Ich habe ein bisschen Angst. Vor Lucky niemals. Das könnte relativ einfach sein, je nachdem, was ist. Deswegen gibt das nur einen Punkt. Und ich schreibe Feramin gerade mal, was sie tun muss. Der Chat ist heute sehr, sehr nett für dich. Alles klar. Ich glaube, der Chat ist noch in der Aufwärmphase. Ja, ja, genau. Die haben noch nicht richtig das Saufen angefangen. Ja, einmal bitte Willpower bieten für die nächste Runde. Jetzt habt ihr wieder kein Geld, aber ihr habt immerhin noch den Hut, die Perücke, den Schottenrock mit den Kaugummi-Zigaretten minus 2 und den Taxischlüssel. Den Eierkoch habt ihr gar nicht mitgenommen. Ja, doch. Haben wir doch in der einen Hand. Hast du den mitgenommen, Feder? Dann also, hat er noch den Eierkocher. Miss Rania hatte ihn in der Hand, als er uns die Perücke besorgt hat. Nicht vergessen, die Katze natürlich. Ja. Ja, und den Taxischlüssel, der immer noch in der Katze steckt. Mhm. So, Miss Rania hat gesetzt, Feder hat gesetzt, D-Rex hat gesetzt, also noch Enigmon noch. Und Feramin. Ich war gerade. Ich würde auch okay. Aussetzen. Dann nur Enigmon.
Ich hab gepostet. Ich sehe hier nichts, aber ich guck mal. Ja. Aha. Okay, einmal ein bisschen ran, dir bitte einen Würfel würfeln. Ohne Moment aus. Eine 4. Und Feder bitte einen Würfel würfeln. Eine 6. Ich schau mal gerade nach, habe ich einen Feder gemacht? Nee. Dann ist Feder dran und kriegt erstmal hier Willpower abgezogen. Moment. Zup, 5 Willpower hat sie nämlich gesetzt. Jede Menge. Und ja, übernimmt die Kontrolle und hast jetzt halt einen Plüschhasen und Farbe zum Eierfärben und ja. Ich will jetzt mal raus aus diesem Bahnhof. Das ist, ist hier nicht... Trittst nach draußen auf den Bahnsteig oder auf die Straße? Da, wo die Taxis parken. Ich suche jetzt nämlich mein Taxi. Ich habe offensichtlich ein Taxi. Mhm. Ich habe dieses Taxi wahrscheinlich, mit diesem Taxi wahrscheinlich eine Katze überfahren. Schauen wir mal. Und dann würde ich halt an den Taxis so vorbeigehen, so piep, 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 ja. Piep, piep. Öffnet sich eins natürlich, ja. Ja, wunderbar. Einsteigen. Also überfahren haben wir definitiv nicht, dann wäre es platter. Überfahren haben wir sie definitiv nicht, dann wäre sie platter. Ach ja, die Punkte-Regeneration. Danke, danke, danke. Das heißt, der Mithrandir kriegt einen Willpower-Punkt wieder. Katze muss aber auf dem Beifahrersitz sitzen. Enigma. Die darfst du nicht in den Kofferraum legen. Vielleicht ist hier schon was angeschnallt. Schau mal bitte im Handschuhfach, ob du da unser Handy liegen gelassen hast. Steck der Katze mal eine neue Kippe rein, die braucht noch welche. Im Kofferraum ist bestimmt unsere Kleidung. Neben anderen Sachen. Ja, der Kofferraum ist... der Kofferraum... der Kofferraum. Lass sie zu. Lieber Chat, was befindet sich denn im Kofferraum? Ja, ich guck da gar nicht rein. Guckst da gar nicht rein. Egal. Ist dann nicht... Maximal ins Handschuhfach. Okay, was befindet sich im Handschuhfach? Was befindet sich im Handschuhfach, lieber Chat? Der Hamstermotor. Ja. 30.000 Hamsterstärken hat dieses so Taxi. Im Handschuhfach. Okay. Lucky, das finde ich gut. Obwohl, Chronicity ist auch toll. Ich finde, das ist okay. Du findest eine Zeitschrift im Handschuhfach. Nämlich das Play Bunny des Monats Januar. Gut. Dann, Und die Stimme aus dem Off ergänzt: eine Packung Vaseline. Oh, auch noch okay. Ein Päckchen Taschentücher oder Küchenrolle? Nein. Kannst du ja auch nicht alles zu sieben lassen. Ja. Dann wird die Katze erstmal angeschnallt, kriegt dann von mir das Playboy-Bunny-Heft vorgesetzt, so da gut zum Lesen, pat, pat, pat. Oh Gott. Alter, was habt ihr hier gemacht? Dann ziehe ich ihr die Kontrolle, den Schlüssel aus der Lunge. Um die Kontrolle zu erlangen. Ja, bitte. Dann geben wir Feder einen Willpower-Punkt. Ich krieg einen Willpower-Punkt, okay? Ja, Moment. Federeigenschaften, einen Willpower-Punkt. Und ihr würfelt beide gegeneinander. Ein W6 bitte nur. Ja, ich hatte mich verklickt. Nimm die 1. Nein. Wäre immerhin der Erste. Ja, schon. Eine 5. Ja, war wohl nix. Auch eine 5 nochmal. Feder. Ich hätte ja schon eine 1 gewürfelt bei dem Einzelhof. 3. Soll ich jetzt auch nochmal? Okay. Ja, mach nochmal. Na? Würfelorgie!
DSA! Ah, das ist die 5. Irgendwie Hankroll turnt die gerade ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Ja, Enigmon, du übernimmst die Kontrolle. Ja, sehr gut. Wir müssen jetzt wissen, was im Kofferraum ist. Also, mehr Kleidung wäre gut. Und, Ja, das ist nämlich schön. Der Chat hat eben ja schon ein paar Vorschläge für den Kofferraum gemacht, aber vielleicht nochmal. Fahr lieber erstmal eine Gasse, nicht, dass da irgendwas in dem Kofferraum ist, was keiner sehen sollte. Eine Pornosammlung. Der Rex kommt nicht mal dran, ja. Der setzt aber auch immer nur so Kleckerbeträge. Der Rex kann nicht pokern. Ja. Gleich setzt er 9, warte. Vor dem Bunny-Heft, insofern, was soll denn schon passieren? Ich gehe nach hinten, mach den Kofferraum auf. Mhm. Ja, also in einmal kurz Chat, was ist im Kofferraum? Lucky Lecano hat schon das erste, was da drin ist, das finde ich sehr gut. Ja, auch, ja, okay. Hm, 2 Sachen von Lucky fände ich gut. Also, du findest im Kofferraum ein Hasenkostüm in rosa und ein Stormtrooper-Netzshirt. Zieh das Stormtrooper-Netzshirt an! Ja. Ja, bitte. Nein, hallo, der Hase! Der Hase ist voll flauschig! Weg damit! Ja. Ich fühl mal! Ach ja, und wie flauschig der Hase ist! Es gibt noch was Drittes, was du findest. Ja. Nämlich ein von Uli Kiso signiertes DSA-1-Exemplar. Oh, Scheiße! das kommt erstmal nach vorne mit in Zahnstuhlfach. Also. Ach, wer spielt das heute? So Vaseline rüber, ja. Best als Display, Bunny. Genau. Ja. Okay. bei dem Hasenkostüm kann man den Kopf einzeln nutzen? Nee, das ist so ein Onesie. Hm? Achso, okay. Mhm. Na, dann zieh ich mir nur das hier Netzshirt an. Mhm. Das Stormtrooper Netzshirt. Ja. Wir könnten den Hasen-Onesie anziehen, darüber den Kilt und das Stormtrooper Netzshirt. Du darfst den Hut nicht vergessen. Mhm. Genau. Und die Perücke. Oh, guck mal, die Katze ist wieder lebendig geworden. So sah die Katze aus, als sie noch lebte. Benutze Katze mit Autoschlüssel. So, ja. Bitte Leibwurf. Noch was, willst du noch etwas? Achso, ich habe eben vergessen, dir einen abzuziehen, glaube ich, an Willpower. Ist in dem Katzenkostüm, sag ich schon. In dem Hasenkostüm was drin? Ja, da war das DSA-1-Exemplar drin. Ja. Achso, okay. Mhm. Gut, dann mache ich jetzt mal den Kofferraum zu. Mhm. Steig ein. Ja. Und fahr zum nächsten Friedhof. Mhm. Fährt zum nächsten Friedhof? Nein, in den Zoo! Können wir danach. Will aber in den Zoo! Das dauert eine ganze Weile und die Fahrt ist ziemlich langweilig, deswegen einmal bitte alle setzen. Willpower 1 habe ich bei Fehler, das ist aber falsch, ne? Ja. Du hast ja einen gerade eingekriegt. Wie viel hast du gerade? Ich habe jetzt 6. Eigenschaften, habe ich falsch getippt hier. Ja. Alle setzen, da haben wir den Mithrandir, okay. Pyramin, D-Rex und Enigmon, okay. Dann würfelt der Mithrandir bitte einmal. 3. D-Rex, du auch. Go, D-Rex. Go, go, go. Oh. Jawohl, 6! D-Rex ist dran! Ja, du kommst am Friedhof an. Alter, was sollen wir denn am Friedhof? Sag doch in den Zoo! Ja, ist viel schöner, nicht so deprimierend. Ihr habt doch auch bei Paul Logan mitbekommen, was das für ein Hate gibt. Nee! Wer? Wir machen jetzt eine Tour zum Zoo. Ja! Zoo! Ey, will ich zum Zoo? Werden. Nein, weißt du aus dem Fenster.
Ja. Du weißt, dass man Tiere nicht auf dem Friedhof bestattet. Höchstens Kuscheltiere, Mann. Ja, hast du den Film gesehen? Wir haben doch ein Kuscheltier. Wir haben doch diesen Dekohasen. Ja. Stimmt, Friedhof. Hey, lass mal nicht den Dekohasen bestatten. Weißt du, was das für schlechte Vibes gibt? Gerade an Ostern. Ach, Ostern. Welchen Wochentag haben wir eigentlich? Welches Jahr haben wir eigentlich? Welche Jahreszeit haben wir eigentlich? Und wo sind wir zum Teufel? Doch scheißegal, wir leben im Hier und Jetzt. Also das Play Bunny Heft ist von Januar. Welchen Jahres? 2019. Nach der Ausgabe von Ulrich Kiesow kannst du ja nicht gehen. Wenn ich mich wieder ins Auto setze, schaue ich nochmal komplett so unter dem Sitz im Fußraum, ob irgendeiner von den Nasen unser Handy da versteckt hat, denn ein Tag ohne Videos ist ein Tag ohne Einkommen. Mhm. Tut mir leid. Man muss hier in die Sonnenblende gucken. Irgendein Honk steckt da immer seine Zigaretten rein. Wenn ich die Leute hier so auf der Straße angucke, sind wir nicht mehr in Vietnam. Nee, sieht echt nicht so aus. Aber Vietnam ist ja auch schon rum. Ja. Ja. Kannst du dich nicht erinnern? Ja. Nee. Ja, ich auch nicht. Direx auf dem Friedhof, ja, sind gerade so eine Gruppe Goths unterwegs, die Fotos machen. Solche Poser. Verprügel sie! Ich versuche dir den ganzen Fame abzunehmen. Ja, nimmst du die Katze mit? Ja, natürlich nehme ich die Katze mit. Und den Stoffhasen. Das ist ein Dekohase, kein Stoffhase, ja. Den Dekohase nehme ich auch mit. Du als Tauschobjekt anbieten für ein Smartphone. Mhm. Was? Du willst unseren Sidekick traden? Retter! Ja. Das sind bestimmt verkleidete Glam-Mettler. Ich würde tatsächlich hingehen. Wir haben doch noch ein Haarkostüm zum Tauschen. Ey Leute, ich hab hier voll die coole, ausgestopfte Katze. Die passt super zu euch. Was haltet ihr davon, wenn ich euch die Katze gebe und ihr leiht mir dafür kurz euer Handy? Guck dich so an. Ja, ihr macht doch das so hier mit Teufelsbeschwörungen mit toten Tieren und so. Verprügelt die verkleideten Flemmettler! Nein. Ah, komm schon, diese Katze, die ist echt viel wert, Mann. Überred sie doch mal mit einem W6. Bringt mein Beeinflussen was? Ja. Schade. Fuck it. Und ja, die weigern sich und alle dürfen wieder sitzen. Wann kriegen wir nochmal Willpower wieder? Wenn einer seine Obsession erfüllt. Okay. Also sein Ziel erreicht, ja. Kurz auf die T-Rex, ja, das ist wie immer. Alle sind schon, ja. Wie beim Autosteuern, ja. Aber das war noch kürzer. So, Mithrandir, Firamin. Ich hab immerhin interagiert. Enigmon, würfel mal einen Würfel. Ja, das Roll 20. Da kommt's. Und Mithrandir auch. Oh, Mithrandir ist dran. Oh ja. Ja. Und zieht sich mal 4 Willpower ab. Mhm. Ups, nee, das war falsch. Ja. So. Ja. Ja. Ja, die weigern sich. Ja, passt schon. Ich weiß, wie wir es Eindruck machen können. Wir zünden jetzt einfach die Katze an und bedrohen sie dann damit. Ja, gleich. Haben wir überhaupt... Oder Streichhölzer? Eine Frage. Ich habe gehört, wenn man Stöcke schnell aneinander reibt, kann man damit so ziemlich alles anzünden. Vielleicht muss man auch nur die Katze fest genug am Boden rubbeln. Ach, wieso, im Auto haben wir doch einen Zigarettenanzünder. Oder das? Zu den Malfarben für die Ostereier. Welche Farben haben die denn? Ja, alle Farben. Blau?
Ja, auch. Mhm. Würde ich mir die. Sind das so flüssige Farben oder eher so. Ja, das sind halt so Ostereier-Färbefarben, ne? Ah ja. Dann schmiere ich mir das Blaue jetzt richtig schön über das Haar. Ja, das zähle ich als Haare blau färben. Und, ah, so sieht's doch viel besser aus. Und gebe dir deine 2 Punkte dafür. Alle bekommen auch 2 Punkte wieder. Moment, Willpower, Enigmon. Eigenschaften. 2 Punkte dazu. Und Feder. 2 Punkte dazu. Und D-Rex. Kann auch wieder was ausgeben, hat inzwischen 8 Willpower wieder. Und Feramin hat auch wieder 8. Und es wird gewürfelt. Also es wird gesetzt. Nicht gewürfelt, gesetzt. Und wir brauchen eine neue Obsession für Mithrandir. Lieber Chat, tut euer Schlimmstes für Mithrandir. So, da kommen meine 4 gesetzten. Feramin, Feder, D-Rex und Enigmon. Enigmon, würfel mal wieder. Der ist immer dabei, der Enigmon, ne? Der setzt gut. Ja, ich auch. Läuft bei ihm. 3 und Feder bitte. Die 4. Ja, damit ist es das Ganze dann wohl zugunsten von Feder ausgegangen. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ja. Frag die Goss, wo es in den Zoo geht. Ja, Moment, ich muss gerade noch mal in den Chat gucken, was jetzt die neue Obsession für Mithrandir ist. Oh ja, das ist sehr ulkig. Das ist, würde ich sogar... Oh, das ist fies. Das gebe, 3 Punkte gebe ich dir dafür, wenn du das schaffst. Ja. So. Ja. Feder. Also, Chat, ich habe das, was die Stimme aus dem Off wollte, das habe ich natürlich genommen. Das war schön. Ja, wo geht's denn hier in den Zoo? Diese Stadt hat keinen Zoo. Ja? Ja? Ja, aber wo ist der? Ey, wo sind wir hier überhaupt? Was ist das überhaupt für eine Stadt, Mann? Wie heißt die? Ja, genau, wo bin ich eigentlich? Die hat keinen Namen. Oh, scheiße, die Stadt ohne Namen. Das ist eine gute Idee, Enigma, die nehme ich. Keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Ja, Goths, ne? Verkleidete Glam-Mettler. Welches Tagezeit bei euch überhaupt? Es ist mittags, wahrscheinlich. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Feders John das mitkriegt. Ja, es hätte ja auch dunkel sein können. Nee, dunkel ist nicht. Gut, Friedhof ist mir auf jeden Fall zu depressiv. Ich verlasse den Friedhof und gehe einfach mal nach rechts. Rechts die Straße lang, okay. Immer nur die Straße. Möchtest du was Bestimmtes machen oder einfach nur spazieren gehen? Ich suche was. Was denn? Ein Straßenschild. Straßen, ja, sind jede Menge Straßenschilder. Ja. Ich unterhalte mich dabei mit der Katze, weil die anderen sind alle inkompetent. Ja. Deswegen, ich würfel mal kurz. Ja, der okay. Katze. Also,
Ich weiß ja jetzt immer noch nicht, wo ich hier bin und eigentlich suche ich den Zoo. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier einen Zoo gab. Und zwar einen richtig großen mit Delfinarium und Orcas und Dinosauriern. Dinosaurier. Bei den Orcas bin ich mir nicht sicher, weil Orcas, die sind halt schon so ein bisschen Sagengestalten. Aber Dinosaurier gab es ja auch bestimmt. Die Katze antwortet dir. Zoos, das ist doch voll die Tierquälerei, Tiere einzusperren. Guck doch lieber, ob wir nicht noch irgendwo Katzen finden. Nein. Die frei Zoos rumlaufen sind überhaupt dürfen. Nicht Tierquälerei. Da hast du mal wieder nicht aufgepasst, hast mal wahrscheinlich wieder mit Impfgegnern diskutiert. Zoos haben nämlich den Arterhaltungsauftrag. Das bedeutet, sie sind dafür zuständig, dass Arten nicht aussterben. Aha, ich weiß das zufällig so genau. Deswegen, also Zoos sind ja dafür da, damit vom Aussterben bedrohte Tierarten dazu in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren und danach wieder ausgewildert zu werden. Ja, so wie du. Ja, aber wir Katzen sind auch aussterben. Dr. Allwissend geguckt, oder was? Die Passanten, die an dir vorbeigehen, gucken dich alle total komisch an. Also Katzen sind ja nicht vom Aussterben bedroht. Katzen doch, wurden ja früher sogar als Götter verehrt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in Ägypten ja, damals waren Katzen nicht heilig. Aber denkst du, ich rieche nur deshalb so seltsam, weil ich es lustig finde? Keine Ahnung. Also ich möchte mich jetzt nicht in deine Körperpflege einmischen, aber ich finde, du könntest immer wieder abputzen. Müsste eine Katze sich aber nicht auch warm anfühlen? Das kommt so warm. Sicher? Guck mal lieber nochmal nach. Schöne 20 Grad Außentemperatur. Nachdem wir sie über den Nacken getragen haben, ist sie bestimmt warm. Zumindest an der Innenseite. Gut, ich weiß nicht, was läuft mir denn hier so vorbei? Gibt es Leute, die... Eine Menge Passanten. Ja. Führt da zufällig jemand sein Haustier aus? Du redest gerade die ganze Zeit mit dir selber. Hund? Ich habe gerade gewürfelt, leider nicht. Gibt's Tauben? Ja, es gibt Tauben. Okay, ich suche mir die fetteste Taube überhaupt und möchte versuchen, sie zu fangen, weil die fettesten Tauben sind die mit der wenigsten Angst. Ja, mach noch mal einen Test, um so eine Taube zu fangen. Ich möchte einen Willpower ausgeben. Ja. Das reicht aber nicht. Nein! Ja, und dann können wir wieder setzen. Enigma hat gesetzt. Feramin hat gesetzt. D-Rex hat gesetzt. Feder hat gesetzt. Miss Randy noch? Ich habe auch gesetzt. Ich habe noch nichts gekriegt von dir. Interessant. Dann schicke ich es nochmal. Jetzt angekommen? Ja. Perfekt. Ja, damit hat... Moment. Enigmon die Kontrolle. Und ich ziehe ihm mal 4 Willpower ab. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 5 hast du noch. Ach so, ja dann. Ja, mitten auf der Straße, mit der Katze immer noch um den Hals, blaue Haare mit einer grünen Perücke drüber und einem Hut. Mhm. ich hole die Parfümflasche raus, verteile den Inhalt großzügig über die Katze. Ja. Und frage den nächsten Passanten, ob er mal Feuer hat. Ich hab ja Kippen, also angeblich, das hat ja nicht. Ja. Ja. Klar. Ich muss mir Feuer geben und damit die Katze halt antritt. Ja. Was tun Sie da? Lassen Sie das. Die muss bestattet werden. Lassen Sie das. Das sehen Sie doch, die Katze ist tot, die muss bestattet werden. Was? Haben Sie die Katze umgebracht? Nein, natürlich nicht. Hey, das ist mein Feuerzeug, lassen Sie das. Mach mal einen Test, hier. Ob du das schaffst, noch die Katze anzuzünden. Okay. Gebe ich noch 3 Willpower auf. Okay. Eigenschaften, Willpower. Ja. Wir warten auf den Wurf. Warten auf den Wurf. Oh. Genau das, was geil. Du nicht würfeln darfst. Ja.
Das Einzige, was ich würfeln durfte. Ja. Ja, alle mal wieder setzen. Jetzt hast du ein Problem, jetzt hast du noch Willpower 2. Naja, ich muss mich von ein bisschen zurückhalten. Wie viel Willpower habe ich? Habe ich richtig sieben gezählt? Habe ich 3? Ich habe 7. Mhm. So, Mithrandi hat Feramin, ja. Nee, das kann nicht sein, dass ich 7 habe, weil ich habe 4 eingesetzt, um an die Macht zu kommen. Und da hatte ich dann... 3? Davor hatte ich 7. Oder 8. Du hast ja zwischendurch auch wieder welche zurückgekriegt. Okay. Zum Beispiel, okay, als Mithrandir sein Ziel erreicht hat. Ich beschwer mich nicht. Ja. Kann sein, dass ich es vergessen habe, aber dann ist es mein Fehler. So, Mithrandir, würfel mal. Oh, ja. Und Feder, würfel mal. Feramin, würfel mal. Genial. Das war eine 6. Oh. Nee. Ja. Mit Fandir nochmal. Ja. Und Feder. Ja, Feder. Ja. 6er Pasch. 6 explodieren. Feder hat noch 3. Alle weg. Hat ein Feuerzeug in der Hand, kniet vor der Katze und irgend so ein Typ reißt hier gerade so am Arm rum. Kann ich jetzt mein machen? Feuerzeug, mein Feuerzeug. Kann ich ihn aus Versehen anzünden? Ja, probier es, klar. Das ist ein 5-Plus-Wurf. Aber eigentlich will ich ja nur den Zug. Zünd ihn an! Make him burn! Nee, Feuerzeug, Feuer ist nicht so meins. Feuer ist auch gefährlich und überhaupt, warum wollen wir die Katze anzünden? Die Katze ist doch voll nett. Der brennt den Typen ab. Ich gebe dem Typen sein Feuerzeug wieder zurück. Ich weiß nicht, ist das so ein Sturmfeuerzeug? Genau, ja. Und der dann, ohne die Klappe zu schließen. Das heißt, ich drücke ihm einfach, steck's ihm so vorne in die Brusttasche rein. Ja! Ich nehme meine Katze. Ja. Und such die fette Taube. Ich will diese Taube haben. Wo ist die fette Taube? Das klingt ganz schön, ne? Ja. Ich möchte die fette Taube anlocken. Ja, mit, wie lockst du die an? Mit dem Feuerzeug. Ich möchte eine Taube imitieren. Eine, ja, mach mal einen Würfelwurf. Eine Taube. Ja. Okay. Heißt... Den Federstron kann Stimmen imitieren. Also heute jetzt nicht so. Einmal wieder Willpower setzen, bitte. Guru! Guru! Oh je. Wushu! Wushu! So. Oh, warte. Falsche Ja. D-Rex, würfel mal. Und Feramin, würfel mal. Ja, Feramin hat gewonnen. Ja, D-Rex, es ist nicht dein Spiel. Ich sehe das schon. Ja. Guru! Ich guck mich um, ob die Leute mich schon seltsam anschauen. Natürlich! Besonders der Typ, dem gerade irgendwie sein halbes Hemd abfackelt. Ich sammle meine Katze wieder ein. Das ist so eine Wohnsiedlung jetzt? Irgendwie, oder? Ja. Ich würde mal Ausschau halten, ob da vielleicht irgendwo noch andere Katzen rumschleichen. Mhm. Jede andere Katze riecht besser als diese Katze. Und so ein bisschen Mietz. Ja, da schleicht eine andere Katze herum, ja.
Dann würde ich mich mal auf den Boden runterbücken und sie, ist die zutraulich? Läuft die eher weg? Guckt die neugierig? Guckt neugierig zu der dicken Taube. Dann würde ich mal unsere Katze nehmen, mit dem Kopf zu der Katze drehen und sagen, oh, guck mal, da ist ein Freund für dich. Hallo. Spielkamerad. Genau so. Guck mal. Du musst du was in die Kasse machen. Ja, sehr schön. Die Katze kommt näher. Und damit, finde ich, hast du dir einen Punkt verdient. Unsere Katze hat jetzt einen Freund. Ja. Nimm die andere Katze auch gleich mit. Ja. Genau, nimm sie mit. Der Chat kann sich schon mal wieder eine neue Obsession für Feramin überlegen, während alle anderen einen Willpower-Punkt wiederbekommen. Aber gut. Sehr gut. Oh, Schande. So, Feder kriegt einen wieder. Und D-Rex kriegt einen wieder. Okay. Ja, Lucky, das finde ich sehr schön. Das nehmen wir. Das ist richtig gut. Es gibt auch einen Punkt. Ich glaube, das ist nämlich relativ einfach, je nachdem. So, haben wir den Feramin da. Ja. Ich war es nicht, es war Lucky. Wir sprechen ja, einmal bitte Punkte setzen. Die Rex hat, glaube ich, gerade schon. Yeah. Nein. Okay. D-Rex, würfel mal. Ja. Und Mithrandir, würfel mal. Ja. 6. Okay. Ja, Mithrandir ist dran. Ich würde mich mal umschauen. Moment, ich muss dir noch deine Willpower abziehen, nämlich 2. Yep. Ich würde mich mal umschauen. Mhm. Und. Ja, finde ich dort. Du hast sich so eine Menschentraube um die beiden Katzen gebildet. Und dir zugucken. Ja. Ich stehe einfach mal auf. Mhm. Vergiss die Katze und ihren Freund nicht! Nimm die Katze oder versucht die Katze und ihren Freund mitzunehmen. Einen so unter beide Arme. Ja. Eine lebende, eine tote Katze. Vergiss den Eierkocher nicht. Ja, den habe ich ja. Ja, gut, den muss man natürlich auch mitnehmen, ne? Den darf man nicht vergessen. Wichtige Utensilie, ja. Genau. Und dann würde ich mich versuchen, aus dieser Traube rauszubegeben. Ja. Die neue Katze passt bestimmt in den Eierkocher rein. Alter, das ist der Tag unseres Lebens und irgendein Depp von euch verbaselt ein Handy, damit wir da einen Vlog drüber machen können, ja? Versucht doch einfach eins zu klauen. Das Handy hat uns bestimmt das Leben gerettet, als wir in Vietnam waren. Ja, das hat uns das Leben gerettet. Du meckerst jetzt darüber, dass einer von uns das vergessen hat. Ja, ich hab's nicht vergessen. Ja, weil du das Klo runtergespült hast. So, Mithrandir. Gehst aus der Menschentraube raus, ja. Ich würde es versuchen, ja. Ja, ja, klar. Die Leute lassen dich auch. Gut, perfekt. Dann bin ich gerade auf so einem Platz, oder ist das eine Fußgängerstraße, oder? Ganz normal, ja. So ein Wohnfoto. Ich würde mich mal nach einem Tattoo-Shop umsehen. Ich will in den Zoo. Ja, da gehen wir danach hin. Nee. Das macht ihr die ganze Zeit, ja. Ey! Irgendein Geschäft für Nähbedarf.
Nein. Verdammt. Dann würde ich jetzt erstmal wieder ins Auto steigen. Ja, dann musst du wieder drüber, also auf den Friedhofsparkplatz, jawohl. Genau. An den Goths vorbei, die dich komisch angucken. Du hast inzwischen zwei Katzen. Eben wolltest du noch eine verbrennen. Frag die noch mal nach dem Handy. Nein. Tausch die lebende Katze gegen ein Handy. Oder nach dem Feuerzeug. Eben, jetzt. Hey Mister, was machen Sie mit der Katze? Hey Goths, wollt ihr eine lebende Katze für ein Handy? Tut der Katze nichts. Dann gib mir dein Handy. Eben, erpress sie. Gott. Ich bin nicht bescheuert aus. Wählt irgendwas. Ja, Polizei, hier ist einer, der tötet Katzen. Ey! Jetzt greif zu, greif ihn mit der Katze an. Mit der lebenden Katze zu verbringen. Kann mal einer intervenieren, bitte? Schnapp dir einfach das Handy, leg auf und renn. 5 plus Handy Wurf. Handy schnappen, ins Auto und ab dafür. 5 plus Wurf. Für das Verprügeln 5 plus Wurf. Ja. Oh Mann. Peter, ja, genau. Du verprügelst den Goth mit der lebenden Katze, während die anderen weglaufen. Der erste Schlag sitzt so gut, dass er nach hinten überkippt. Du setzt sofort nach und es macht so Miau, Miau, Miau. Das hat dein Namen auch nicht besser gemacht. Und irgendwann hört das Miau auf. Und danach würde ich mir das Handy schnappen. Ja. Der Goth ist K.O., die Katze auch. Aber du hast ein Handy. Ich hab tote Katzen. Das Handy hat wahrscheinlich die Spider-Man-App. Ja, das ist sehr traurig, Stimme aus dem Aufzug. Jetzt musst du dich bei der Katze entschuldigen. Du hast ihre Gefühle verletzt. Ich glaube, da habe ich mich verletzt. Genau, aber du könntest jetzt bei der stinkenden Katze, dass du sie nicht benutzt hast. Lass die stinkende Katze da und die nimm die nicht stinkende mit, weil ohne Katze geht nicht. Lieber Chat, ihr dürft mal entscheiden, soll ich dem Mithrandir wegen Katzengrausamkeit einen Punkt abziehen? Der hat jetzt 9 Jahre lang schlechtes... 9 Jahre schlechte Willpower. Einfach mal. Nein, ehrlich! Jetzt muss man die Katze hier so schnell. Ja. Nur einen Punkt. Nein. 3 Punkte abziehen. Ein wie 6. Ja, okay. Warte, ich finde das. Ja, ich ziehe tatsächlich mal einen Punkt ab wegen Grausamkeit hier. Ja. Was lernen wir daraus? Auch ein Everyone is John braucht einen Disclaimer in Zukunft. Auf jeden Fall. Interessant, definitiv, dass sich Koali jetzt für Katzen einsetzt, ne? Das war der Chat, ja. Also. Also wie gesagt, danach würde ich mir das Handy snacken. Ja, ist klar, hast du schon, ja. Du musst dich jetzt erst bei der Katze entschuldigen. Nein. Du musst ja mal Mund-zu-Mund-Beatmung machen, hier die Arme kaum hoch. Aber der stinkende Katze, ja? Tut mir leid. Wir sollen den Leitzustand von die andere. Feder, du kannst ja auch die Übernahme erzwingen. Die Idee ist einfach... Ja, ich will die Übernahme erzwingen. Ja, okay. Komm schon, John. Die stinkende Katze muss in den gleichen Zustand kommen wie die andere. Also kriegt der... Mithrandir hier wieder einen Punkt. Willpower dazu. Und würfelt mal. Oh Gott. Bitte. 3, Feder. 6! Also, ja. Übernahme gescheitert, weil Mithrandir eine 6 gewürfelt hat und Fehler eine 3. Ja. Dann gehe ich jetzt zum Auto mit der nicht stinkenden Katze. Lässt die andere da liegen? Ja. Das kannst du nicht machen. Ja, was soll ich denn mit der sonst machen? Was machen sollen? Du hättest den Boss mit der toten Katze dekorieren müssen. Ja! Die stinkende ist doch schon tot. Das also weißt du nicht. Hast du Mundbeatmung bei der gemacht?
Du hättest den Goss mit der stinkenden Katze kurieren sollen und das Ganze als Kunstprojekt verkaufen sollen. Wenn sich dann nicht mehr rührt, dann ist okay, dann glaube ich jetzt die Tote. Dann versuchen wir das. Okay. Ja. Dann also gehe ich zurück zu der Katze, zu der stinkenden Katze. Ja. Und versuche Mund zu Mund zu beatmen. Bei der toten Katze. Ja, ja, Würfelwurf. Wenn die jetzt wieder aufsteht, dann gehe ich in Lachflash. Ja, wie war das Ostern? Ein Herz für Katzen. Der kleine Katzenbauch senkt und hebt sich, während du Mund zu, aber die Katze ist nun mal tot. Kann man nicht mehr viel mehr machen. Aber das ist eine 1A Katzenmund zu Mundbeatmung, was du da machst. Ein Herz für Katzen. Auf jeden Fall riecht mir das auf dem Mund viel besser als vorher. Vor allen Dingen, guck mal gerade kurz in dein Chat mit mir. Ich habe nämlich eine Frage. Ja. Ja, das war ja nicht, das war ja die tote Katze. Nee, wir haben ja noch eine zweite. Ja, hat aber nichts gemacht, ja. Die kommt auch noch dran. Ja, willst du die tote Katze, die lebende Katze die auch andere noch? Versuche ich auch nochmal. Ja, dann wird jetzt Feders Punkte erfüllt, wenn du das machst. Nein, meine Obsession war nicht, einer bewusstlosen Katze Mund-zu-Mund-Beatmung geben. Nein, du musst es nur geben? Nee, nur angrabbeln, ja. Oh. Ja. Nee, das hat fairer Minuspunkte. Warte, die haben beim Auto auch noch. Soll ich trotzdem noch würfeln? Brauchen wir in dem Fall nicht mehr. Moment. Einen Punkt für Feder und wir brauchen vom Chat eine neue Obsession für Feder und wir brauchen neues Setzen und ich muss noch Willpower wieder verteilen. Einmal an Enigmon. Ich ist bei 5, ne? Ne, bei 4. Mithrandir ist bei 6. Feder kriegt ja nichts zurück, ist immer noch bei 3. Einmal D-Rex wieder voll. Und Feramin auf 5. So. Ja. Die Stimme aus dem Off hat was ganz Tolles gemacht. Das finde ich schön, ja. Das nehme ich. Moment. Das gibt doch dann mal direkt 2 Punkte. Das könnte nämlich was schwieriger werden. Ja, die schwierigen Dinge haben sich ja heute als einfach herausgestellt. Ja, also. Kommt drauf an. So, hier, bitteschön. Warum? Von dem Gesichtsausdruck sollte man ein Foto machen. Ja. So, und immer hier setzen. Der D-Rex hat schon. Okay, D-Rex und Enigmon, die anderen wollen nicht. Hier. Fene. Feramin. Ja, D-Rex. Perfekt. 5 Punkte ausgegeben. D-Rex ist dran. Hast gerade so deine Hände. Hast deine Hände in der noch lebenden, aber bewusstlosen Katze vergraben. Ja, nach den kläglichen Wiederbelebungsversuchen schnappe ich mir die noch lebende, aber bewusstlose Katze. Ja. Setz die im Auto auf den Beifahrersitz, schnall die sogar an. Ja. Steig auf dem Fahrersitz ein, fahr das Auto um die nächste Ecke. Ja. Geh an den Kofferraum, zieh das Hasenkostüm an. Mhm. Nimm dann noch den Dekohasen mit in den Arm und in den anderen Arm so ein bisschen die Katze. Ja. Und hol das Handy raus, mache ein Selfie und Moment. Poste auf Dekohase, Katze. Wo ist das Handy? ich nehm den Hasen und die Katze in denselben Arm. Ja, okay. Mach ein Selfie und poste auf
Twitter so ein Tagesresümee. Schlimmster Tag ever, keine Ahnung, wo ich bin, bin ein rosa Hase, what the fuck. Auf dem Twitter-Account eines Goff. Instagram. Oder Instagram. Weißt du, aber, jetzt noch voll gut, kein Scheiß. Aber D-Rex, du kriegst... 10 Arten von Ostereiern. Aber D-Rex, das ist, du kriegst deine 2 Punkte. Dadurch kriegen aber alle anderen auch wieder 2 Willpower zurück. Nehmen. Enigmon kriegt 2 wieder zurück, ist er bei 6, glaube ich. Ithrandir ist bei 8. Feder ist bei 5. Und Feramin ist bei 7. Ich war bei 5. Du hast gerade 2 zurückgekriegt. Ja, war ich nicht vorher bei 5? Da müsste ich jetzt bei 7 sein. Das kann sein. Gehen wir lieber 7. So. Kann sein, dass ich mich verzählt habe. So, und eine neue Obsession für den D-Rex brauchen wir noch. Und setzen könnt ihr auch direkt wieder. Ach je, das ist noch nicht so krass extra eskaliert wie beim letzten Mal, aber beim letzten Mal wurde es auch erst schlimm ganz am Ende. Da sind doch nur Stühle geflogen. Ja. Ich meine, hier wurde jemand mit einer Katze verprügelt. Also. Kommt immer drauf an, wie man schlimm definiert. Ja, schon. Ja, Stimme aus dem Wolf, das finde ich gut, das ist ein Punkt wert, ja. Moment, muss ich auch mal direkt hier. Ein Punkt wert. Also muss ich hier noch hinschreiben, dass der Mishrandi einen Punkt verloren hat. Minus einen Punkt wegen Grausamkeit. So. So, bei dem D-Rex muss ich jetzt noch schreiben, was er denn machen muss. Ja. Und Feramin brauche ich noch irgendwie zum Setzen. Ah ja, dann würfel mal Feramin. Fünf, ja. Und einmal Enigmon bitte würfeln. Eine 4. Dadurch kriegt Feramin 4 Punkte abgezogen und ist aber dran. In einer stillen Seitengasse mit dem Handy klick und dem Osterhasen-Kostüm an und dem Osterhasen und der Katze in der Hand. Gut, dann würde ich jetzt mal googeln. Ich habe jetzt ein Handy. Ja. Was ja offensichtlich Internet hat. Und zwar würde ich gucken, ob es hier in dieser tollen Stadt eine Karaoke-Bar gibt. Ja, gibt es. Wunderbar, dann möchte ich da gerne hinfahren. Okay. Also, Navi an. Steigst wieder ins Auto, fährst zur Karaoke-Bar. Der Weg ist etwas... Willst du mich irgendwie ablenken, dass du nicht einen... Ja, ich singe im Radio. Ich singe Lieder aus dem Radio mit. 5 plus. Ja. Gut. Ja, alle anderen einmal bitte wieder setzen. Das war flott. Ja, das kennen wir. Mit dem Autofahren ist immer gefährlich mit John. Oh ja. Das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. Ja. Mithrandir habe ich hier, ja. Feder, ja. D-Rex. Okay. Und Feder brauche ich noch? Ah ne, Feder habe ich schon. Okay. Dann... Enigma, hast du schon geschickt? Ja. Dann würfel mal.
3 und Mithrandir. Eine 5. Ja, Mithrandir ziehe ich mal 4 Punkte ab. Und du stehst vor der Karaoke-Bar mit deinem Auto. Dann würde ich nochmal googeln. Mhm. Oder der nächste Tattoo-Laden ist. Ja. Der ist direkt nebenan. Yes. Dann werde ich mich dorthin begeben. Mhm. In den Tattoo-Laden. Ja. Kann ich Ihnen irgendwie rein. Helfen? Guck dich an mit dem Hasenkostüm. Mhm. Ich bräuchte ein Osterhasen-Tattoo. Ja. Wo soll es denn hin? Auf den Arm. Wie groß? Ja, so der Oberarm. Ah, der ganze Oberarm. Ja. Ja, wir haben ja gerade Ostersonderwochen. 100 Euro. Wie wär's, wenn ich Ihnen dieses Handy hier gebe? Du kannst nicht unsere finanzielle Grundlage verticken, Alter! Lass die Katze aus dem Spiel! Biet ihm das DSA-Buch an. Behalt ich hätte auch noch. Handy, vielleicht brauchen wir das. Stimmt! Noch. Ich habe auch noch eine signierte Ausgabe von Uli Kieser von DSA 1. Ich guck mal, ob der mit DSA was anfangen kann, der Typ. Du kannst ja mal kurz bei eBay gucken, was das wert wäre und ihm das zeigen. Mhm, mach ich das. Schau ich mal, ob ich bei eBay was finde. Ja, okay, der lässt sich auf den Tausch ein. Und ja, du kriegst deine 3 Punkte. Wenn keiner interveniert jetzt mehr, aber ich denke, das reicht schon. So, 4 Punkte, das heißt, alle anderen kriegen 4 Willpower wieder. Der Kerl sieht immer missgestaltet aus. Blau voll geschmiert, der hat richtiges Osterhasen-Tattoo. Ja. Hätten die Netzstrumpfhose doch nehmen sollen. Das hätte mich ja, gesagt, ich schon, eigentlich schon, ja. Feder hat jetzt wieder eine 8. Oh. Mithrandir hat ne Moment, Mithrandir habe ich gerade Willpower zurückgegeben, das ist nicht richtig. Jupp. Das ist 4 haben wir jetzt, ne? Genau. D-Rex kriegt zurück auf 8. Wollen wir mal eine kurze Pause einlegen? Und Feramin kriegt welche zurück, ja, Moment, auf 6. Ja, einmal kurze Pinkelpause, wir kommen gleich wieder und ihr dürft euch während der Zeit schon mal ein schönes Ziel für den Mithrandir ausdenken. Und währenddessen gehen wir mal Tee wegbringen.
So, da sind wir wieder. Frisch aus der Pause. Alle Tees wurden weggebracht. Alle Katzen nochmal ordentlich gestreichelt. Oder Schlimmeres. Katzenvideos im privaten Discord-Chat hier geteilt. Und ja, der gute Mithrandir hat ein neues Ziel bekommen. Und ja, dann sind wir wieder voll alle Willpower regeneriert. Habe ich das nicht vor dem Ding schon gemacht? Sie haben alle so viel, deswegen denke ich mal, dass sie es alle schon gemacht haben, ja. Enigmon hat 10 und D-Rex hat 8 und Feder hat 8 und Feramin hat 6 und Mithrandir hat 4. So, aber setzen. Denn wir müssen ja weiter gucken, wer jetzt den John übernimmt. Hier so im Tattoo-Studio mit dem Osterhasen-Tattoo auf dem Arm. Wenn man übrigens den Arm anguckt, da sind schon ganz viele andere Tattoos drauf. So,
Ja. Andere Runden, die John vorher gemacht haben, bestimmt, haben den bestimmt irgendwann mal tätowieren lassen. Das ist garantiert. So, Firamin, ja, Feder, ja, da. Oh, Enigmon, einmal würfeln, bitte. Eine 4. Und dann bitte Feramin einmal würfeln. Eine 3. Und D-Rex bitte würfeln. Eine 1. Enigmon ist dran und dem ziehe ich direkt mal wieder seine 4 Punkte ab. Da haben wir ihn wieder, der Enigmon. 4 Punkte abgezogen. Ja, raus, ne? Und rein ins Auto. Der Arm tut weh vom Tattoo. Ja. Meinst du, ist das eine gute Idee, mit dem Arm jetzt Auto zu fahren? Nee, ich will nicht Auto fahren. Geh doch nebenan in die Bar und stärk dich dort mal. Ja, gleich. Wie wär's mit Urlaub? Ich hab gehört, Tiertherapie sei voll gut. Alkohol betäubt ist eine gute Idee. Also erstmal steige ich ins Auto ein. Mach den Zigarettenanzünder warm. Und fülle die Katze an. Ich bin interveniert! Ich auch. Ja, dann einmal kriegt der 2 Willpower wieder, der Enigmon. Noch geht es, ja. Und jetzt muss der Enigmon hoffen, dass er höher würfelt als Feder und Feramin. Ja, zeigt mal euer Bestes. Moment, ich muss einmal Feder noch einen abziehen. Feder, fang an. Und Feramin einen abziehen. 4. Geht besser. 6. Ja, go, Feramin. Halt ihn auf. Und Enigmon. Kann ich dabei Willpower einsetzen? Dabei jetzt nicht, nee. Okay. Vor allem, wir haben nur noch die lebende Katze. Du kannst doch nicht die lebende Katze anzünden. Oh, kann ich. Oh. Feramin, Ich werf den Zigarettenanzünder, also ich kurbel das Fenster runter, werf den Zigarettenanzünder raus. Ja. Der wird jetzt aus dem Auto. Punktabzug kann ich leider diesmal nicht machen, weil das ist ein bisschen eure Schuld, Chat. Und dann möchte ich in die Karaoke-Bar gehen. Ja, gehst in die Karaoke-Bar. Sind da schon Leute am Singen? YMCA. Ja. Dann möchte ich auch ein Lied singen. Mach einen auf Medley. Ja, sing mal. Also du kriegst auf jeden Fall die Punkte, aber wir gucken mal mit deinem Würfelwurf. Ja, jetzt kannst du ganz grausam dem Chat ein bisschen was vorsingen. Was singt denn John? Atemlos. Oh ja, dann bitte. Das Lied ist eh furchtbar. Oh. Du hast ja eine 1 gewürfelt, das muss jetzt ganz furchtbar klingen. Ich mute mich. Ich will intervenieren. Sehr gut, ja. Nicht in meinem Körper, ich habe angefangen zu singen. Ja, die Punkte. Ja. Ich bräuchte dann ein neues Ziel, bitte. Ja, Moment, erstmal einen Augenblick. Punkte für Feramin. 3. Ich interveniere! Ja, bevor das ganz schlimm wird, ja. Enigmon kriegt Willpower wieder. Einen. Und Miss Rundir kriegt Willpower wieder. Einen. Geht nicht. Und Feder kriegt Willpower. Nee, du meinst einen wieder abziehen. Kriegt Feramin dann wieder einen Willpower. Weil er interveniert wurde. Und D-Rex kriegt auch einen wieder. Ist wieder auf 9. So. Und wir brauchen, lieber Chat, eine neue Obsession für Feramin. Ach, die sind schon, oh, guck mal, die sind mir schon einen voraus hier. Oh, cool, das finde ich sehr gut. Oh Gott. Ja, Stimme aus dem Off, du hast eine gute Idee, ja. Das nehme ich sogar mit 2 Punkten. Obwohl, komm, das ist eigentlich ziemlich einfach. Einen Punkt. Wo ist denn Feramin da?
So. Ja, Feder ist dran. Ja, ich frag, in der Bar wird ja auch bestimmt was zu essen angeboten. Ja. Und ich frag den Typen, ob er zufällig Eier hat. Weil ich habe jetzt hier Ostereierfarbe und einen Eierkocher habe ich extra mitgebracht, weil ich unbedingt in die Karaoke-Bar jetzt Eier färben will. In der Karaoke-Bar. Ja! Sag, es ist für einen wohltätigen Zweck. Sag, es ist für einen wohltätigen Zweck. Ja, mit meiner Katze, weil ich mache einen Livestream daraus und die Spenden werden dann ans städtische Altersheim gespendet. Charity Stream. Tierheim für die Katze. Tierheim, ans Tierheim. Katzenfreunde ja. e.V. Stimme aus dem Off hat schon das passende Zitat für die Videobeschreibung rausgesucht. Hm? Hast du zufällig Eier? Ja, ich schau mal, ob wir die in der Karaoke-Bar haben tatsächlich Eier, ja. Mhm. Ja, wunderbar. Ja. Dann gucke ich auf den Karton, sind das denn auch Eier von freilebenden Hühnern? Freilandhaltung, Bio. Das ist super auch wichtig fürs Image. Mhm. Ja, wunderbar, dann werde ich jetzt in der Karaoke-Bar bunte Eier kochen von freilebenden Hühnern. Du solltest dabei auch singen. Ist eine Karaoke-Bar. Ja, ich werde dabei singen und ich werde das Ganze live streamen. Ja, keiner interveniert, während ich hier von 5 runtergezählt habe. Das heißt, du kriegst deine Punkte. Ich finde das aber zu schön. Punkte für Feder. Fürs Eierfärben. Ja. Und dann kriegt jeder 2 Punkte Willpower wieder. Endigmon ist damit schon wieder voll. Der hat eben einmal rein. Ist schon wieder voll gedingt hier auf Willpower 10. Mithrandir. Willpower 7. Ja. Feder kriegt nix wieder. D-Rex ist auch wieder voll. Komm, D-Rex, du warst noch nicht so lange dran heute. Und Feramin ist auf 8. Und wir brauchen eine neue Obsession für Feder. Heult vor Lachen. Ja, ja. Ziel. Das war zwar noch für eben, aber das finde ich auch ganz gut, Stimme aus dem Off. Das war nämlich sehr cool. Ja, da gerade wo das. Ja. Wenn jetzt kommt, muss eine Kurbekuh melken, um daraus Osterjoghurt zu machen, dann bringe ich euch um. Ja. Dafür gebe ich einen Punkt. Und wo haben wir denn die Feder da? Das wird. Ja. Ja, sind nett heute, ne? Ja. Ja. Okay. Einmal setzen für die Übernahme, weil Feder ja Punkte bekommen hat. Einmal Rissandir, einmal D-Rex. Oho. Einmal Feramin, einmal Enigmon. Damit ist D-Rex dran. Und ihm ziehe ich 5 Willpower ab. Ja, ja. Du kochst gerade mit den Eiern so vor dich hin und im Hintergrund irgendjemand, was könnte der denn singen? Und dann ging ich diese Straße lang. Ja, dieser Depri-Pop, der ist mir viel zu viel. Ich lasse den Eierkocher da stehen, gehe raus. Sonne ist ja da, ist schönes Wetter. Mhm. Spazier ein bisschen um den Block, zück mein Handy, mach Pokémon Go an. Ja. Und schau mal, was da so für Pokémon rumwirft. Mir fehlt ja noch ein Pikachu. Ja, es ist leider kein Pikachu in der Nähe. Dann mach ich so ein Lock-Modul an. Mhm. Ja, 5 plus Wurf. Wenn du Willpower ausgeben willst, gerne. Hilft dir mein Social Media da wahrscheinlich nicht, ne? Ach doch, komm, ja. Wir sind ja heute nicht so. Nur Raupis hier in der Nähe, genau, ja. Raupis hab ich schon 12 Millionen. Mitten in der Kneipe in Carpador.
Im Bierglas. Ja. Na? Will es nicht? Bei mir steht Rolling Dice. Ja. Ratata, 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 Roll 20. Bei mir hat sich gerade der Würfel auf irgendeine komische Form bewegt. Komm, ich würfel mal für dich. Ja. So, hier eine 3. Passt. Soll dir gelingen? Ja. Was macht das? Ich habe noch nie Pokémon Go gespielt. Ja, mit einem Lockmodul kommen vermehrt ganz viele auch seltene Pokémon. Mhm. Und falls dann da ein Pikachu rausspringt, irgendwo aus einem Gebüsch oder so, werfe ich da Bälle drauf, bis ich es gefangen habe. Ja. In der Nähe im Park ist tatsächlich ein Pikachu. Würde ich dann fangen. Ja, rüber in den Park. Und 5 plus mit Social Media 3 plus fürs Fangen. Die 3, die jetzt nachgekommen ist, zählt wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich greife ein. Ja. Er würde eins fangen, ja, aber Enigmon möchte vorher noch intervenieren. Willpower einen abziehen. 9 und hat eine 3 gewürfelt. Für D-Rex Würfel auch nochmal bitte. Die 6, die jetzt kam, war vor dem Fangen. Das war noch, die ne? Fangen, genau. Mhm. Komm, D-Rex, du kannst ja gut 1 und 2 würfeln. Das ist eine 4. Das heißt, er hat das Pokémon gefangen, damit hat er seine Punkte. Und für das Intervenieren bekomme ich noch einen Willpower, ne? Der habe ich gerade schon gemacht. Punkte für D-Rex. Ein Punkt. Das heißt, alle anderen kriegen einen Willpower-Punkt zurück. Enigmon ist wieder voll. Er hat ja gerade einen ausgegeben, kriegt jetzt direkt wieder einen wieder. Und jetzt landen wir. Ist auf 8. Feder ist auch auf 8. Und Feramin ist auf 9. Und einmal bitte setzen. Und wir brauchen, lieber Chat, eine neue Obsession für den D-Rex. Feramin, Feder, ja. Bis von dir, oh ja. Und Enigmon willst du auch noch setzen? Hab ich schon. Ah, okay. Dann würfelt einmal bitte wie Feramin. Und die Feder. Und der Mithrandir. Ja, Feramin, du übernimmst die Kontrolle und verlierst 4 Willpower-Punkte. Gut. Ich habe ja schon wieder passenderweise ein Handy in der Hand. Ja, sehr passend. Du hast gerade ein Pikachu gefangen. Ja, aber ich muss gerade noch mal gucken hier nach einem neuen nach einer neuen Obsession. Oh, das ist sehr cool. Lucky, das ist sehr richtig, richtig gut, ja. Das passt auch richtig gut zu D-Rex Charakter. Gibt aber auch nur einen Punkt. Aber gut, immerhin. Moment. D-Rex. Es dauert ja trotzdem lang genug, bis ich sowas einlöse. So. Ja. Gut, dann sind wir bei Feramin, ne? Ja. Ich bin davon überzeugt, dass diese neue Osterhasen-Tätowierung sicher interessant ist für die Mädels und wird mal gucken, wo man denn auf Google, wo man denn als Erwachsener mal in dieser Stadt seinen Spaß haben kann. Also Sauna, Clubs und ähnliches. Wo die denn anzutreffen sind. Du musst doch lieber im Park bleiben. Hier kann man doch auch Frauen aufreißen. Im Park. Weißt du, womit du die richtig beeindrucken könntest? Womit? Indem du einfach mal ein bisschen Rollenspiel mit denen betreibst. Ich meine, überleg mal. Du bist jetzt so, du siehst schon interessant aus. Du musst jetzt nur dein Charisma nach außen kehren.
Das will ich ja auch machen, aber bei bestimmten Frauen. Haben wir eigentlich immer noch den rosa Hasen im Kostüm? Jetzt spannend. Mhm. Jetzt stell dir mal. Uli-Rekido-Version weggegeben. Ansonsten hätten wir ein richtig gutes Rollenspiel mit dem machen können. Willst du meinen Puschel streicheln? Oh. Jetzt stell dir mal vor, im Park kommt so ein Kerl wie wir auf eine Frau zu. In diesem Kostüm, mit diesem Tattoo. Ganz schlecht, Idee. Mit diesen wunderschönen Haaren. Also, hab ich Erfolg bei... Ja, sag nochmal kurz. Was ich wollte Anzeige schauen... wo man sich als erwachsener Mann in dieser Stadt gut amüsieren kann. Ja, suchst du Sauna-Clubs und ähnliches. Sauna-Club. Mhm. Und das doch. Edel, edel. Ja. Nein. Einen Sauna-Club gibt's jetzt hier in der Nähe zumindest nicht. Du müsstest an die andere Ecke, an die andere Seite der Straße fahren. Also an der Stadt fahren. Fahren ist gefährlich. Ja, ja, fahren ist ganz gefährlich. Gibt es hier vielleicht sonst irgendwie schmuddelige Ecken? Es gibt die Karaoke-Bar. Da waren wir schon. Und den Tattoo-Shop. Auch sehr schmuddelig. Nein, schmuddelige Ecken, wo man Spaß haben kann. Kannst du auch wieder in die Bahnhofstoilette gehen, falls dir das nicht schmuddelig genug ist. Wer weiß, ja, vielleicht. Ja, sehr schmuddelig. Ja. Ja, ich sag einfach mal, der Chat kann da mal hinschreiben. Was gibt es denn da in der Nähe für eine schmuddelige Ecke für Feramin? Da muss ich mir das nicht überlegen. Bin's nachher nicht schuld. Eine schmuddelige Ecke in der Umgebung für Feramin. Es ist kein Saunaclub. Das habe ich ausgewürfelt. Aha, Lucky. Schon klar. Ja, andere Vorschläge? Nicht, dass ich das nicht gut finde, aber... einfach nur A, das finde ich sehr cool, ja. Es gibt ein Häschenhostel. Ein Häschenhostel. das hört sich richtig gut an. Ja, dann würde ich da jetzt mir meine Kaugummi-Zigaretten schnappen, eine Kippe in den Mundwinkel stecken und mich auf den Weg dorthin machen. Ich will intervenieren. Ich will hier bleiben. Ich will nicht ins Häschen Ost. Okay. Ein Willpower. Aber da findet der unser Dekohase findet da neue Freundinnen. Ganz viele. Oh, der Dekohase findet es hier viel schöner bei den ganzen Krokussen und den frisch blühenden Bäumen und den Joggerinnen. Dann würfel doch mal, Feder. Eine 6, ja. Eine 5. Ja, Feder übernimmt. Aber du hast einen Willpower wieder. Hm? Ja. Also, da wir ja jetzt schon mal alle hier sind im Park und das Wetter ist so schön und überhaupt, wir haben ja jetzt auch die Katze. Das bedeutet, ich ziehe mal so DSA-Bögen aus der Hosentasche. Wo hast du die denn her? Wo hast du die denn hergezogen? Aus den Untiefen der Dimension des Kiltbeutels. Nein. Brauche ich ja gar nicht, ich habe die alle im Kopf. DSA mit Regeln zu spielen ist eh total anstrengend, deswegen machen wir das jetzt mal handwedeltechnisch. Ich habe gehört, da gibt es so einen Koala, der macht das ganz oft. Mhm. Ja, ich habe gehört, da wurden ganze Abenteuerfolgen ohne Charakterbögen gespielt. Ohne Plot. Ja, weiter. Deswegen werden wir jetzt alle zusammen DSA spielen. Also, ihr ich wacht Bock auf Impro-Theater. Muss ja nicht, du spielst einfach dich selbst. Ihr wacht auf in einer Taverne, um euch herum ist alles zerschlagen und da vorne auf dem Tisch sitzt diese Katze und ich setze die Katze in die Mitte. Und komischerweise ist so ein Lichtkegel auf sie leuchtet. Und ich möchte intervenieren. Ja, Moment. Ich will das nicht hier umzählen, das ist viel besser da. Moment, wo haben wir denn? D-Rex-Eigenschaft 7. Und Feder kriegt einen wieder. Auf 8. Ja, würfel mal, D-Rex. Ich will auch einen ausgeben. Ich will an deinem 8 bleiben. Ja, kann keine Willpower hier ausgeben. Ja. Ach, schade. 5 gegen 3. D-Rex übernimmt. Schade.
Warum soll es dem Enigma nur so gehen, dass ihm sein Ziel versaut wird ganz kurz vorher? Ja? Ich setze die Katze schön auf die Wiese, noch vor so einem Krokusfeld. Mhm. Zücke mein Handy, mach die Kamera an. Ich stehe jetzt übrigens in zwei verschiedene Richtungen. mach meine Handykamera an, halt auf die Kamera drauf, dreh mich dann so ein bisschen um, dass ich mit der Kamera auf dem Bild bin. Mhm. Ja, Leute, ich bin's mal wieder. Ich habe mich lange nicht gemeldet. Ich muss hier mal ganz dringend einen Missstand in dieser Stadt auf. Ja, Enigmon interveniert. Ja, Moment. Einmal Willpower weg. Und einmal D-Rex. Wieder einen hin. Ja, das sind 4 gegen D-Rex. 6, ja. Du, Alter, heute hat er's. Heute hat er's. Da macht er. Ich muss hier unbedingt einen Missstand aufdecken, denn hier in dieser Stadt werden seit einigen Tagen schon Katzen aufs Übelste misshandelt und ich fordere jetzt hier mehr Rechte für Katzen. Hashtag Katzenrechte. Ja, von uns, du Spinner. Ja, du kriegst deinen Punkt. Ich finde es sehr geschickt, so falsche Hinweise liefern. Und ja. So, Enigmon bekommt seinen Punkt direkt wieder, den er eben ausgegeben hat. Und Mithrandir kriegt auch wieder einen Punkt. Feder kriegt einen Punkt. Mhm. D-Rex kriegt keinen Punkt, aber Feramin kriegt wieder einen Punkt. Wie viel Willpower habe ich denn jetzt? Das ging gerade ein bisschen 8. Hin und her. Okay. Ja, und ihr könnt schon mal setzen, während der Chat ein neues Ziel für den D-Rex formuliert. Hm, die Stimme aus dem Off schreibt einen ganzen Roman als Ziel, okay. Oh Gott. Dann wissen wir ja, wo meine Ziele hier enden. Ja, das ist aber ein Oder-Ziel, Stimme aus dem Off, das ist nicht so gut. Aha. Lucky ist irgendwie ganz komisch drauf. Denn ich irgendwas Jugendfreies? Hashtag Hasenkostüm. Ja gut, wir sind jetzt schon nach 10, ne? Such dir was Schönes aus. Eins von den beiden. Ich kann mir ja noch für meinen Stream überlegen, ob ich für den Lucky den Chat auch involviere. Na gut, dann nehme ich das erste, was die Stimme aus dem Aufjäger vorgeschlagen hat. Dezent den Spielern drohen, das finde ich immer gut. Ja, so ganz dezent. Moment, erstmal muss ich mir das hier selber notieren. So, das gibt einen Punkt. So, und es ist immer noch der D-Rex. Das ist ja relativ einfach. Im Chat gehen die Ideen aus, ich sehe das schon. So. Ja. Und liebe Chat, holt euch noch einen Kaffee, wir brauchen euch noch wach. Ja, der Mithrandir hat gesetzt, Feramin hat gesetzt, Feder hat gesetzt und Enigmon hat gesetzt. Aber Mithrandir hat als einziger 5 gesetzt. Deswegen ist er dran. Ja, das Handy, ne? Mhm. Ich schaue euch jetzt mal auf so ein richtig schönes Oldschool-Bekleidungsgeschäft gibt. Ja. Wie weit ist das weg? Nicht sonderlich weit. Auf der anderen Seite des Parks. Ja, perfekt. Dann gehe ich jetzt einmal durch den Park zu diesem Bekleidungsgeschäft. Mhm, ja. Pralim, Pralim, gehst rein. Wir haben kein Geld. Das ist richtig. Ja, zum Tauschen. Das regeln wir schon. Ja. Und dann suche ich nach einem richtig schönen Disco-Kugel-like Glitzerkleid. Ja. Ja. Ja, perfekt. Aber so richtig. Oh. Mit LEDs.
Ja. Aber nicht deine Größe. Aber du kannst dich reinzwängen. Also für Frauen halt, ne? Aber. Ja, ja. Das geht schon irgendwie. Mhm. Ja. Ich muss jetzt leider doch in Charakter knabbern. Ja. Gibt's da so eine so Anproberäume oder? Mhm, ja. Ja, versuche ich mir das anzuziehen. Ja, Marke Presswurst, ja. Ja. nur mal so als kluge Idee. Ganz schick. Ja, ja, aber warum ziehst du das Hasenkostüm nicht vorher aus? Du Das geht schon, neueste Mode. Also, aber so lassen wir ja nicht ins Häschen-Hostel rein. Der Mann hat Ideen, da müssen wir eine Reihe rausmachen. Der hat keine Ideen, der hat Visionen. Du meinst ein Get Ready With Me Video? Mindestens. Ich bin der neue Karl Lagerfeld. CSD Edition. So. Dann würde ich nochmal googeln, während ich noch in der Kabine bin. Ja. Wo denn die nächste. Moment. Ja, wo die. Ob ich irgendwas herausfinde, ob eine Osterparty in der Nähe stattfindet. Im Häschenhostel mit Sicherheit, das sagt der Name ja. Hier in der Nähe, aber jetzt eine richtige Osterparty nicht, ja. Aber Häschenhostel klingt schon ganz gut, ja. Das Häschenhostel, das könnte eine Osterparty sein. Geh einfach mal hin. Dann gehe ich mal da. Also, ich versuche mein Glück. Und gehst zum Häschenhostel. Ja. Ja. Haben wir jetzt nur das Häschenkostüm an oder haben wir das Häschenkostüm und zusätzlich das Häschenkostüm? Ja, wir mitran dir würfel erstmal nochmal 5 plus, ob du das denn klauen kannst. Ja. Und wenn, dann habt ihr beides übereinander an, ja. Na, leider nicht. Ja, du wirst leider erwischt vom Klauforstdetektiv. Moment! Gnädige. Ach, oh, das sind ein Mann. Kommen Sie mal mit. Das ist, haben sie nicht bezahlt hier. Alter, wir bezahlen in Reichweite, das ist Product Placement, ja? Ja, da brauchen sie gar nicht so tief ein- und ausatmen, ich hab sie erwischt. So. Ja gut, da darf jetzt der Rest. Name. Ah, also müssen wir die Polizei rufen. Alles klar, ja. Weigert sich, Personalien aufzugeben, ja. Wer hat denn da gerade gewürfelt? Und warum? Weil er sagt hier, würfeln. Einfach aus Reflex habe ich gewürfelt. Ach so, aus Reflex. Name. Ich hab's ja. Moment, muss ich jetzt auswürfeln. Ja, die Feder muss das immer ausbaden, weil die Würfel auf ihrem Kopf liegen bleiben. Das ist ja gut, ich hab's jetzt grundlegend vergeigt, ne? Ja, ja, hier, ich hab Ladendiebstahl, ja. Mhm. Ja, so ein komischer Typ im Häschenkostüm. Kann ich noch reagieren? Mach. Der telefoniert gerade. Jetzt eine runter. Ja, 5 plus. Funktioniert. Ja. Während er da gerade so telefoniert und gerade nicht auf dich achtet, steht schon auf. Reißt wahrscheinlich erstmal das Kleid so ein bisschen. Diesmal hin. Ohne Katze, aber das niederschlagen kannst du wirklich gut. Komischerweise schon. Ja. Ah, schön, ja. Und, ja. Ja, der Typ ist K.O. Ja, dann würde ich mich ganz schnell zu diesem komischen Kabuff da bewegen.
Wie hieß das? Mit dem Kleid oder ohne das Kleid? Ja, mit. Ja. Wieder über das Kasenkostüm drüber. Zum Häschenhostel, meinst du? Genau, Häschenhostel hieß es. Du bist aus dem Laden raus zum Häschenhostel, ja. Mhm. Da hoppelt er davon, sagt die Stimme auf dem Auf hier. Oh Gott. Mann von Hase mit Katze. Wo ist das der Katze jetzt eigentlich? Im Park noch, oder? Die ist im Auto, doch. Ja, ich glaube schon, ja. Nee, Quatsch, Feder hatte sie mit in den Park genommen. Dann sitzt die Katze noch zwischen den Krokussen. Ja. Die Katze ist jetzt schwerst geistig behindert, also wir haben sie zurückgelassen. Ja, wer weiß, ob sie nicht vielleicht eh bei dem Verprügeln Schaden genommen hat. Vielleicht ist sie vielleicht von einem besseren Ort. Ja. Aber John kommt ins Häschenhostel hinein. Oh Gott. Steigt eine Party. Im Hintergrund läuft die typische Police Academy Melodie. Weißt du? Ich würde gerne übernehmen. Ja. Ja. Ja, du möchtest übernehmen, also du möchtest versuchen, zwangsweise zu übernehmen. Feramin, ja. Ein Willpower ausgeben und den Mithrandi rüberschieben. Ich würde auch gern übernehmen. Oh, dann kriegt der Mithrandi sogar zwei wieder, ja. Oha. Und der D-Rex kriegt einen abgezogen. Im Häschenhostel, okay. Feramin und D-Rex wollen ins Häschenhostel. Morgen in der Nordpol-Zeitung. Feramin und D-Rex im Häschenhostel. Ja, dann würfelt doch mal alle bitte. Erst Feramin. Eins. D-Rex. Komm, auch eine Eins. Zwei. Mit Randir. Bitte mit drei. Vier. Ja. Abgewehrt. Abgewehrt. Ja, du bist im Häschenhostel. Auch echt hartnäckig, wenn der mal dran ist. Ja, geht da gerade so richtig die Feier ab. Naja, da sind die Häschen halt, ne? Ja. Würde ich mal versuchen, so die Leute ein bisschen anzuspornen, so eine Party, ne? Ja, wie machst du das denn? Leute, harte Osterparty hier! Ja, vielleicht singst los, du was. Los, tanz, geht ein bisschen ab. Mach mal 5 plus, zum Animieren. Das wird nichts. Was? Ja, so ein Häschen kommt zu dir rüber. Hey, Party, ganz chillig hier. Aber für einen Fuffi? Ne? Ich würde es gerne noch mal probieren. Ja, da kriegt der Mithrandir wieder einen Willpower zurück. Und Feramin kriegt einen weg. Moment. Oh. Ja. Zwei. Ich glaub, der verlungene Versuch nicht wir alle beim Bieten dran? Ach ja, genau. Ja, eigentlich doch. Genau. Ja, Entschuldigung. Okay, dann mache ich das gerade mal wieder rückgängig. Warte. Da hat der Enigmon gut aufgepasst. Ich bin hier schon wieder überfordert als Spielleiter. Mit dieser Runde. Wir sind doch ganz lieb. Ja, ich weiß. Wir sind doch noch gar nicht eskaliert. Noch nicht. Einmal bieten, bitte, ja. Hier gönnt mir das Feuer ja nicht. Fire. Ja, Mithrandir. Und Feramin und Feder und D-Rex und Enigmon. Das heißt, Feramin kriegt 5 abgezogen und hat dadurch aber jetzt die Kontrolle. Endlich. Hast du die also, von mir abgeguckt? Ja. Ich nehme noch mal eine von den Kaugummi-Zigaretten. Steck's mir in den Mundwinkel und mein Häschen, für so einen Kerl wie mich. Ich krieg's doch wohl bitte umsonst. Weil sonst gibt's hier ein Problem für dich. Nämlich?
Dann vermöbel ich dir und zeig dir, wer Herr die Hosen anhat. Ich interveniere. Ja, Keramin, einen Punkt zurück. Ja, ich interveniere auch. Zwei Punkte zurück. Enigmon. Ein weg. Und die Rex. Das war jetzt nicht beeindruckend, oder? So, wer hat da gerade gewürfelt? Enigmon. So, D-Rex? Jo, ich bitte eine 4. Eine 2 und Feramin über 4, dann ist alles über gut. Über 4 und das Spiel gehört dir. Enigmon. Jetzt kommt der Wildsampfett daran. Und dann was, Schätzchen? Dann zeige ich dir mal, wie wir es in NAM gemacht haben, wenn du nicht gleich mal zeigst, wie das läuft hier. Dann zeige ich dir, wie das läuft. Und es war richtig. Ja, dadurch kriegt Feramin ihre Punkte. So, mal gucken, ob das klappt. Ja, Moment, erst stopp. Nein! Moment, ich muss erstmal ja Willpower verteilen hier. Der Chat kann sich schon mal ein neues Ziel für Feramin ausdenken. Ja, schon. Der hat heute seinen schlechten Tag. Ja, eindeutig. Ja, schön, schön, ja. Ja, so, Chat. Lucky, das finde ich super gut, ja. Das ist richtig gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Das gibt auch, allein weil das inhaltlich, gebe ich da 2 Punkte für, damit das ein bisschen Ansporn bekommt. Ja. So, und dann Feramin. Zap. Bitteschön. So. Und alle bieten bitte, weil es wurde gerade ein Ziel erfüllt. Und ein Würfelwurf versaut. Ja. Also gleich doppelt. Ja. Feder D-Rex kam schon. Feder D-Rex, okay. Wislandia, ja. Enigmon. Naja, ich hab ja den Wurf versaut. Na gut, okay. Dann ist D-Rex dran. Dem ich sofort mal wieder 5 Willpower abziehe. Aber er ist dran und von hinten legt sich so eine große Hand auf deine Schulter. Was sagst du zu dem Häschen? Das hat das Häschen komplett missverstanden. Ich wollte ihr zeigen, wie wir damals in Vietnam Party gemacht haben und ich wollte sie einladen. Damals in Vietnam? Ende der Stadt. Ja, Junge, natürlich. Du bist nicht mal 20. Das sagt man bei uns zu Hause so. Wo ist das denn? Ah, ich weiß, draußen vor der Tür. Zieht dich so mit. Nein, das ist ein Missverständnis. Ich wollte die Dame nur einladen zur größten Party da hinten am anderen Ende der Stadt. Ja, die Dame bleibt hier. Wollen wir es sie nicht entscheiden lassen? Ich bleib schon hier. Tschüss. Kann ich sie überzeugen? Ja, mach mal. 3 plus. Ja, und jetzt bitte ein tolles Argument. Aber ein richtig gutes. Ein richtig gutes. Mhm. Immerhin weißt, was du vorgibst, was die anderen Johns gerade vorher mit der Dame gemacht haben. Du machst und wie du aussiehst. Du bist ein großer Influencer auf YouTube und machst sie berühmt. Genau, ja, das hatte ich nämlich tatsächlich vor. Ich erzähle ihr, hör mal, das war ein riesen Missverständnis. Ich habe tausende von Abos, ich habe Reichweite, ich kann dich echt groß rausbringen und da hinten an der Party, da geht echt die Post ab, da lernst du alle Leute kennen, die du auf YouTube, Twitch, Instagram und Twitter kennst. Ey, wenn ich dich groß rausbringe, dann brauchst du diesen Scheiß hier überhaupt nicht mehr machen. Ist das nicht Kohle genug?
Was habe ich denn noch so dabei? An Kohle nix. Ja, so, du hast dein so Handy. Als potenzielles Tauschmittel. Das Handy. Ja, ja nee, das gebe ich nicht her. Das Hasenkostüm. Das, den geklauten Glitzerdress. Ey, guck mal, diesen echt schicken Fummel hier. Den kannst du gerne haben. Der Plüschhase. Der Plüschhase, ja. Die Katze, nee, der Plüschhase, die Katze ist ja leider noch ein paar. Dieser Eierkocher. Dieser Glitzerkocher. Der Eierkocher steht noch in den Karaoke-Bar. Kocht gerade die Eier. Und wenn du groß rausgekommen bist durch meine Promotion, dann können wir noch viel mehr von diesem Glitzerfummel kaufen. Ich will das Kleid. Gott. Das Kleid gebe ich ihr, können sie auch gerne noch anziehen und dann bewegen wir uns zur großen Influencer-Party am anderen Ende der Stadt. Mhm. Ja, das ist, dauert eine Weile. Das heißt, es ist ziemlich langweilig. Und alle dürfen setzen. Das ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Feramin. Feder. Enigma. Missrandir. Missrandir, würfel mal. Und Enigmon würfel mal. Nochmal. Ihr wollt's aber auch echt drauf anlegen hier. Ja, schon. Und mit Randia. Ja. Ich hab doch gerade gewürfelt. Nochmal? Moment. Ja, wieso? Er hat doch zweites Mal gewürfelt. Ja gut, kommt eh gleich raus. Ja. Ja, dann übernimmt Miss Randir. Ja. Minus 5 Willpower. Ihr kommst bei der großen Osterparty an, wo du eine ganz lange Schlange vor der... Hast du an der einen, also hast das Osterhasenkostüm natürlich immer noch an. In der einen Hand das Handy, in der anderen Hand die Tussi mit dem Kleid. Wo ist denn... Da ich weiß, was du machen musst. Oh je. Diesen Disco-Fummel habe ich ja nicht mehr an, ne? Nee, das hat die Fluss ja. Ja. Mal ganz penetrant. Versuche diesen Fummel zu entreißen. Ich will sie wieder K.O. schlagen. Das hat ja heute schon zweimal funktioniert. Du könntest auch mit ihr in Richtung der Toiletten gehen und heiß mit ihr rumfummeln und dann musst du vielleicht, da gibt es vielleicht einen Grund, das Kleid freiwillig auszuziehen. Ja. Da der ja eine lange Schlange besteht, würde ich mich mal versuchen, da irgendwie durchzukämpfen. Ja. Hast du eigentlich noch die Netzstrümpfe an? What? Hast du? Nein, die hat mir die Typen doch gelassen. Wir hatten nie Netzstrümpfe. Das ist das Problem, glaube ich, gewesen in der Aufgabe. Schade. Ja, da würde ich mich mal irgendwie, sag mal, durch die Schlange kämpfen. Ja. Am besten so, dass mich keiner sieht. Oh, dann 5 plus Wurf. Wird dafür... mal gucken, Moment. Ich glaube, ein Willpower kann ich mir nur leisten. Mhm. Ja, würde ich mir noch leisten. Okay, 4 plus Wurf. Suchen wir mal. Ah, nein. Nein. Alle würfeln bitte. Setzen bitte, nicht würfeln. Schön, ihr seid richtig gut. Wie viel Willpower habe ich gerade? 2. Okay. Enigmon, ja. Feder. Ja, T-Rex. Okay. Enigmon, würfel mal. Zwei. Und Feder. Ich hab beim Würfen auch recht kein Glück. Nee. 3. Also Feder bekommt
4 Punkte abgezogen. Und ist aber dafür dran. Sind wir zufällig in einem Park? Nein. Wo findet diese Party denn statt? An der anderen Ende der Stadt. Ihr seid gerade in der Wandslange hingefahren. Ja, aber wo? Was ist das für eine Location? Das ist so ein Industrieviertel, wo halt so eine große Halle mit richtig Utz-Utz-Musik und richtig Deckparty. Ich verlasse die Party. Du seid noch gar nicht da, du bist noch gar nicht reingegangen. Ja, ja, dann guck ich die Tussi an. Wer bist du eigentlich? Dann lass ich die los. Ja. Und dreh mich um. Wo bin ich schon wieder? Und dann dreh ich mich wieder zu ihr um. Du weißt nicht zufällig, wo hier ein Park ist? Nein. Du hast mich doch hier hingebracht. Nee, ich war das ganz bestimmt nicht. Und dann geh ich wieder zu meinem Auto, zu meinem Taxi, setz mich rein. Ja. Aber das Kleid, sagt die Stimme aus dem Off. Und google mal auf dem Handy, wo hier der nächste Park ist. Mhm. Ja, das ist der Park, wo die Katze noch im Krokusbeet sitzt. Das ist meine Katze, genau. Muss wieder zurückfahren. Ja, ich möchte wieder zurück zum Park fahren, ey. Ja. Das ist ultra langweilig. Punkte setzen. Ich möchte dabei die ganze Zeit ja immer kreativer werden. Feramin sitzt schon, ja. D-Rex. Wie viel Willpower habe ich jetzt eigentlich gerade im 6. Moment? Ja. Ja. Ja, Federmöbel mal. Ja, und Enigmon? Enigmon hat in der Runde jetzt hier echt. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß, würde ich sagen. Ja, du kommst tatsächlich heil an, ja. Mhm. Gott sei Dank, ey. So, und dann setze ich mich wieder vor die Katze. Willpower muss ich hier noch abziehen. Ja. Setze ich mich wieder vor die Katze. Schön, dass du gewartet hast. Die Katze hat mittlerweile bestimmt die Charakterbögen gebaut. Sehr, danke schön. Und dann spiele ich jetzt eine Runde DSA mit euch allen. Und wir gehen hier nicht eher weg, bis wir das getan haben. Ich versuche es zu übernehmen. Interveniere! Ja, tue ich gerade. Enigmon interveniert, ja, sehr schön. Und Feder kriegt einen dazu. Ja, 5 gegen 2. Das heißt. Ja, endlich! Enigmon ist endlich mal dran, ja, nach den 1000 Versuchen, die er schon gemacht hat. Ja, ja, sehr gut. Zumindest die Katze haben wir schon mal. Ja. Ich suche mir den nächsten Raucher. Mhm. Ja. Der Smiley hat gepasst von der Stimmungslage her. Ja. Und frag, ob ich mal kurz das Feuerzeug ausleihen kann. Ja, das gleiche Spiel wie eben. Ja. Einmal, du willst das natürlich verhindern, was du tust, deswegen wieder mit 5 Plus Wurf, aber du kannst Willpower ausgeben. Ja, ich gebe 3 Willpower aus. Mhm. Ja. Noch ist nichts angekommen bei mir hier. Das ist eine 1. Ja, auch nicht. Eine 1? Okay. Ah, da kommt er jetzt. Ja, jetzt ist sie. Ja, Enigmon, es tut mir fürchterlich leid, aber alle dürfen setzen. Ich hab den Fluch von D-Rex geerbt. Das glaube ich auch. Das Gute ist, Enigmon, du hast am meisten Willpower und kannst versuchen, es trotzdem weiter zu behalten. Das stimmt. Null. Ist ja nicht viel passiert. Ja, wieso? Ich habe doch jetzt gerade 3 ausgegeben. Für den Wurf. Hast du doch immer. Ja, du hast immer noch 6. Oder? Achso.
Du hast doch die Möglichkeit ja, dazu. Ja. Dann behältst du. Enigmon behält mit minus 4 Willpower die Konzentration. Und ja. Aber der Typ hat dir sein Feuerzeug wieder aus der Hand gerissen. Weil du hast ja diesen Würfelwurf verpatzt. Ja, den schlage ich ihn jetzt nieder. Also. Ja. 5 plus. So wie in Vietnam damals. Genau, so wie in Vietnam damals. Das gibt's nicht. Setzen bitte. Feramin, D-Rex, Peda, Infandia und Enigmon. Ja, ne, momentan nicht, ne? Und zwei hast du noch. Ja, eben. Also wenn ich war auch dann kein D-Rex hat einen geboten und ist er dran. Ja, wir dürften auch alle nicht sonderlich viel haben. Ja. Ja. Ich schläg dich und du fliegst zurück und hast ein blaues Auge. Das tut furchtbar weh. Ich rappel mich wieder hoch, kusch mich zurück zu meinem Taxi und fahr zurück zur Party. Das ist gerade ruhig. Es ist unglaublich langweilig auf der Fahrt. Hast du die Katze mitgenommen? Ja, natürlich. Ah, gut. Wenigstens das. Einmal setzen, bitte. Oh Gott. Wenn ich auf 0 bin, bin ich raus, ne? Ja, fürs Erste. Wenn alle Johns 0 haben, dann ist das Spiel vorbei. Mir fehlt noch Mithrandir. Und Enigmon fehlt mir auch noch. Und Feramin hat. Ne, Feramin hat schon, okay. D-Rex. Enigmon. Möchtest du noch? Nee, ich regeneriere erstmal ein paar. Dann hat Feda die Kontrolle. Mit einem gesetzten Willpower. Noch nie so günstig eingekauft. Kommst bei der Party wieder an. Und fährt wieder zurück. Was soll ich denn anderes tun? Es ist unglaublich langweilig auf der Rückfahrt. Warte. Ja. Gibt es in der Nähe einen größeren Garten, in den ich einbrechen kann, der als kleinerer Park durchgehen könnte? Das ist ein Industrieviertel, habe ich gerade gesagt. Da gibt es keine Gärten. Ja, aber was mit Dachterrassen? Vielleicht, wenn du auf die Party drauf gehst, ja. Vielleicht gibt es dann da oben auf dem Dach einen Garten. Ja, das könnte sein. Okay. Ja, sie steht da. Dann stiefel ich jetzt. Pack sie unter den Arm. So, wir gehen jetzt auf die Party. Dann zieh ich sie mit zum Eingang der Party. Hey! Und schieb sie so vor mir so durch die Tür. Also, Moment. Erstmal Eintritt. 5 Euro ja, Eintritt. Sie bezahlt. Was? Bezahlt. Ich? Du wolltest bezahlen. Ja. Sie bezahlt. Hat ja, sie nix getan. Da. Du bezahlst. Ich bin mir sehr sicher, sie bezahlt. Ey, wir können sicher mit Reichweite bezahlen. Ich bezahle für mich. Geht rein. So, ich möchte Popo nicht stehlen. Ja, 5 plus. So, und der gelingt mir jetzt. Ja. Stehle ihr Popo nicht. Fünfer bezahlst, du kommst rein. Ja. Genau.
gehe ich nach oben und gucke, ob es da eine Dachterrasse gibt, also einen Dachgarten oder so, irgendwas, so als Park durchgehen könnte, wo, ey, ich will nicht mehr Hilfe. Tatsächlich gibt es oben eine Dachterrasse mit Garten. So. Ja. Dann setze ich mich da hin zusammen und sage, mit der Katze. Mit der Katze, genau. Ich will jetzt endlich DSA spielen. Genau. Ihr habt jetzt so viel Scheiße gemacht. Ihr könnt mir das jetzt. Wir haben mich quer durch die ganze Stadt gescheucht. Dreimal. Ja, wir haben jetzt fünf, so viel gemacht. Vier. Wir haben jetzt einen Kompromiss, ja? Wir sind jetzt hier und jetzt spielt ihr eine Runde DSA mit mir. Feder, du kriegst dein DSA. Das okay. Ja. DSA. Was habe ich dir gesagt? Was kriegst du an. Ein Also eigentlich solltest du auf zwei Punkte. Das sind drei. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo sie das bekommen hat, war das noch recht einfach. So, dann kriegen alle einen Willpower zurück. Thank you so much. So, Feramin ist auf 4. Und D-Rex ist auf 2. Und Mithrandir ist auch auf 2. Und Enigmon ist auf 3. Ich bin auf. Du bist auf 2. Und setzen. Und wir brauchen für Feder eine neue Aufgabe. Die letzte dann wahrscheinlich für heute, wenn ich auf die Uhr gucke. Mithrandir 1. Feramin, da. Enigma brauche ich noch. Oh, 4 kannst du nicht setzen, du hast nur 3. Achso. Dann. Alle 3? Alle 3, ja, komm. Okay. Dadurch hast du die. Moment, nein. Wo ist der Ding? Da. Die Kontrolle. Und wir müssen aber erst warten, bis der Chat sich was für Feder noch aussucht. Das ist gut. Die Stimme aus dem Off, das finde ich sehr gut. Das mit dem, das zweite, was du da gepostet hast. Das passt jetzt so zum Abschluss richtig gut. Und dafür gebe ich dann auch nochmal 3 Punkte, damit die Feder auch motiviert ist, das zu tun. Moment. Gott, was kommt jetzt? Ich hab Angst. Yeah. Ich bin gespannt, ob's besser ist als meins. Bestimmt sowas wie ändert dein Geschlecht, oder? Nee, aber fast. Einfach mal so auf die Schnelle. Okay, ne? Ich habe einen Verbündeten. Ja. Ich habe einen Verbündeten. Oh, das wird böse. Oh. Okay. Okay. So. Enigmon ist dran. Mhm. Ja, also auf der Party gibt es doch bestimmt ganz viele Raucher, ne? Aber dicke, ja. Okay. Bestimmt auch einen, der irgendwo sein Feuerzeug gerade mal liegen hat. Mhm, einfach also. Ja, nicht nah geguckt, ja, kannst du gerne klauen mit einer 5+. Tut mir leid, aber ist ein Spiel, ne? Ja! Hä? Ach, das war doch auf das Tor. Ja, ja. Was? Setzen. Tut mir leid, Enigmon, aber es ist ein Spiel. Feder, ja. Ja, nicht mein Tag. D-Rex, ja. Feramin, ja. Mithrandir. Ja, Feramin bekommt die Kontrolle mit 2 Willpower. Oh, Wahnsinn. Mhm. Alle im Limit, oder? Ja. Hey, was machst du da mit meinem Feuerzeug? Sorry, ich hab's irgendwie mit meinem verwechselt. Ich leg's wieder hin. Mhm. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja. Sag mal, weißt du, wo hier das Tierheim ist? Ja. Am anderen Ende der Stadt. Direkt neben dem Park. Und dem Häschenhostel und dem Karaoke-Café und
den Tattoo-Shop. Und der Mann hilft ja alles nichts. Dann ab zum Auto. Ja. Und Richtung Tierheim. Und setzen. Alle außer Enigmon, der kann nicht. Mhm. T-Rex. Ja, T-Rex, würfel mal. Federwürfel. Ja, ich weiß. Ja. 6. Ja. Okay. Mit Randy? Darf auch noch würfeln. Nee. Ich hoffe, wir haben ein ähnliches Ziel. Also sie hat ein ähnliches Ziel mit irgendjemandem, ja. Aber nicht, verrate nicht mit wem. Ja. Du kommst beim Tierhospital an. Ist da irgendwo eine Tankstelle? Direkt nebenan. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt in die Tankstelle und ich habe ja jetzt ein Portemonnaie. Mhm. Damit kaufe ich 2 Feuerzeuge. Gut, Enigma, du hast endlich ein Feuerzeug, wenn du das... Wenn du und so ein, und so, so ein Kanister Ersatzbenzin. Mhm. John, was hast du da vor? Naja, wir sind jetzt ziemlich lange rumgekurft, wir werden sonst bald irgendwann liegen bleiben, wenn wir jetzt zum Mal am Ende der Stadt zum Wasser fahren. Du weißt schon, dass ein Verbrennungsmotor von alleine zündet, dass man da keine Feuerzeuge dazu braucht. Du weißt schon, dass Benzin und Feuerzeug und so. Hm. Ja, ja, keine Sorge, ich hab das im Griff. Naja, ja. Mhm. So, und ich möchte jetzt, dass wir uns unterhalten. Und zwar so lange, bis ich wieder beim anderen Ende der Stadt angekommen bin. Aha. Und zwar möchte ich mich darüber unterhalten, wie wir eigentlich darüber klargekommen sind, dass das die Entscheidung, die wir heute getroffen haben, wirklich eine gute war. Weil ich denke nämlich, das waren sie nicht. Was ich denke ist, was wir unserer Gesellschaft heute schulden, ist, dass wir ein gesellschaftliches Zusammenkommen fördern können. Spontane Selbstentzündung! Nein. Aber auf jeden Fall, was hat die Menschen schon immer zusammengebracht? Richtig, Feuer. Was haben wir heute? Ostern. Ostern und Feuer gibt Osterfeuer. Wunderbar. Um der Gesellschaft etwas zurückzugeben, soll nicht dringend ein Osterfeuer machen. Weißt du was? Auf dem Rückweg wird es nicht langweilig, weil hinter dir tauchen auf einmal 2 Polizeiautos mit Blaulicht auf. Okay. Oh, scheiße. Ich gebe Gas. Ja. Verfolgungsjagd, 5+. Ich habe einen Direct an den U-Turn. Ja. Nein. Go, 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 Leute. Wir müssen weg. Ja, Willpower. Setzen. Pyramiden. Nicht. Enigmon kann nicht. Direct will nicht setzen. Mit Randir. Ja. Willst du auch noch was setzen, Feder? Ach ja, komm. Ich, ja, den letzten Punkt setzt. Hilft aber nicht, weil Mitrandir hat 2 gesetzt. Ich wollte nur für die Spannung. Ja, die Verfolgungsjagd geht fürchterlich schief. Die Polizeiautos keilen dich kurz vor der Party-Location wieder ein. Die Leute strömen auseinander. Ja. Ich würde versuchen, das Auto zu verlassen. Mhm. Wie steht die Polizei? Freeze, Hände hoch! Bringen Sie den Kanister weg! ich versuche ein letztes... Ja, nehmen wir. Ja. Ganz schnell versuchen, den Kanister aufzudrehen. Benzin anzuzünden und zu werfen. Was möchtest du machen? Möchtest du das wirklich tun?
Ich bin dafür. Der berühmte Spielleiter-Satz. Dreht den Kanister auf, zündet das Feuerzeug an, wirft das Ding 5+. Kann ich ihn unterstützen? Nein. Okay. Einmal einer noch Chips setzen, bitte. Ein letztes Mal. Guck mal, wie gut, dass ich zweimal... Feder, ja. Theramin kann noch. Aha, und D-Rex. Okay, Theramin, würfel mal. Jetzt, ihr wollt auch jetzt alle dran sein, ne? 2 D-Rex. Ja, Feder. Feder, bla, Feder ist dran. Ich habe ja noch zweites Feuerzeug. Geht auf 0. Nee, Moment, es hat geklappt, das anzuzünden, aber das Schweißen hat nicht funktioniert. Das heißt, das Ding ist in Flammen aufgegangen. Und dein Arm brennt. Rennst du den Polizisten und brennt und steck ihn an. Das Essen um mich herum ist jetzt gerade sehr viel Benzin um ein Auto, richtig? Du brennst, ja, und das, ja, du sitzt am Auto, auf dem Beifahrersitz sitzt die Katze noch. Mach ein episches Video von unserem Ende. Hey, komm, wenn wir schon draufgehen, dann können wir die Katze mitnehmen. Wenn die Katze abbrennt, kriegt er dann noch seinen Punkt. Ich könnte die Katze nehmen, in Benzin tränken, sie an meinen Arm halten. Und jetzt ist es genau, dann haben wir im Gegensatz auch eine Katze. Das ist eine gute Idee. Aber, tu es. Es tut fürchterlich weh, wenn der Arm brennt. Ah! Ja, es geht viel einfacher. Ich könnte, ich schraub den Tankdeckel auf und steck meinen drinnen. Ich hab keine Lust mehr auf euch. Ihr könnt mich anmalen. Also dafür kriegt doch Enigmon bestimmt noch einen Punkt. Enigmon kriegt seinen Punkt nachher. Das ist eine 1A Feuerbestattung von die Katze. Das sind sogar 2 Punkte für Enigma. Ich hab mehr gemacht mit der Feuerbestattung. Ja. Aber das ist auch, das sind auch nochmal. Ich hab alles abgefackelt, ja? Alles. Ja, ja, Feder, das gibt auch nochmal Punkte. Und die du 3 Punkte kriegst du auch noch. Ende. Ein episches Selbstmordattentat. Wenn ich dann wieder mal in der Runde Everyone is Dawn mitspiele, John Rambo. Ja. Danke, danke. Don't try this at home. John ist leider gestorben in einer epischen Feuersäule, in einer großen Explosion vor einem Osterparty-Location-Ding. Eingekeilt von 2 Polizeiautos. Die auch explodieren, weil die Explosion echt groß ist. Oh, ja. Ja, Feder hat das. Kein Trauma mehr von Vietnam. Feder hat diese Runde gewonnen mit 7 Punkten. Glückwunsch. Dicht gefolgt von Theramin, Mithrandir und D-Rex mit 4 Punkten und Enigmon hat immerhin noch seine 3 Punkte. Und die Katze ist noch, ja, die Katze ist leider auch in den Katzenhimmel aufgefahren. Wir können ja gucken, vielleicht ist bei der nächsten Runde der John dann in die Hölle gefahren oder so, weil er so viele Tiere misshandelt hat. In der nächsten Runde ist die Katze Teil von John. Miau! Eine spielt die ganze Zeit. Miau! Alles ist möglich, wenn wir das nächste Mal aussprechen. Everyone is John in der Hölle. Ja. Und passt doch zu Halloween, oder? Und eine, ja. Eine der Persönlichkeiten ist die Katze, ja. Miau! Oder John ist doch ein Katzentod. Ach, ja, ich. Vielleicht hat John auch 7 Leben wie eine Katze. Ich glaube, der hat schon eindeutig mehr Leben gehabt als eine Katze. Ja. Vielen Dank fürs Spielen, Leute. Das war sehr, sehr ulkig. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist ganz nur lachen. Also zwischendrin habe ich echt geheult. Das ging nicht mehr. Also wenn ihr das draußen alle sind John auch spielen wollt, wie gesagt, auf YouTube verlinke ich euch unten drunter die Regeln. Ihr könnt auch mal auf Kickstarter nach Everyone is John gucken. Da gibt's nämlich gerade ein Kickstarter für ein ausführliches Regelwerk von alle sind John. Das ist dann wahrscheinlich mehr als eine Seite, aber ich weiß auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall wird es gerade auch noch ordentlich gekickstartert. Schaut da mal rein. Ich habe das schon wie nennt man das? Geplätscht.
geplatscht. Gebäckt. Ja. Also schaut da rein, wenn ihr Everyone is John toll findet. Ich finde, das kann man auch cool auf einer Party oder so mal zwischendurch spielen. Vielen Dank fürs Mitspielen an euch fünf. Und vielen Dank an euch, die ihr draußen zugeguckt habt, an Artworks und Bananen, Commander Root, T-Diddle Dice waren da, danke, huhu. Einfach nur A ist da, Farjack und Joby Essen, der arme Joby. Lucky Lucano natürlich, die Polizei hat natürlich. Das ist ein Rollenspiel. Schattenjäger und Shamasa, Slow Cool, die Stimme aus dem Off und der Tait, dessen Namen ich immer noch nicht vernünftig aussprechen kann. Falls ihr mehr wollt von Rollenspiel und nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Da ist der, läuft die ganze Zeit die Adresse durch. www.nordpol-forum.de. Da gibt's jeden Tag ein anderes tolles Rollenspiel oder sogar mehrere, die ihr euch anschauen könnt. Alle vielleicht nicht ganz so lustig, aber auf jeden Fall genauso unterhaltsam wie diese Runde. Wenn ihr mir auf YouTube oder uns auf YouTube hier einen Kommentar hinterlasst, nehmt ihr auch automatisch teil an der Kommentar-Challenge auf meinem Kanal. Ihr könnt eine Karte für die NerdCon des Nordpol und vom Egonien e.V. Lab-Verein gewinnen. Da ist im August eine Pen-and-Paper-Con. Und wenn ihr uns da alle hier treffen wollt, ich glaube, zumindest 3-4 von uns sind auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, was mit D-Rex und Mithrandir ist. D-Rex ist auch dabei. Da sind auf jeden Fall 5 von uns da. Das heißt, ihr könnt dann mit uns da die Runde hier John weiterspielen vielleicht, wenn ihr dann auch da seid und die Karte gewinnt. Es gibt auch noch sonst Karten zu kaufen. Also wenn ihr da Infos haben wollt, ich verlinke die auch unten drunter nochmal. Oder ihr geht einfach im Nordpol, da sieht man das sehr prominent oben drauf. So, die letzte, noch irgendjemand noch was anzukündigen? Danke fürs Leiten. Oh ja. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, ich habe ja nicht so viel gemacht, das war ja der Chat. Ich habe ja immer, ich hab da immer nur Punkte hin und her geschoben hier. Ja, demnächst dann alle sind Katzen in der Hölle. Den Kater John, den wir diese Woche geplättet haben. Cat John. Alle sind John Cat Edition in Hell. Baut uns Lilio die Öhrchen? Muss sich aus der Hölle befreien. Ja, machen wir so einen hier Devil May Cry Plot. Ja, danke schön nochmal und wir gehen dann mal off und sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.